Überraschung rein. Ich hoffe, ihr seid einfach schon extrem gespannt. Achtung und Herzen, jetzt ein Herzgewitter. Einen großen Applaus für, Achtung, Simon Kretschmer und mich. Hallo. Oh, darum geht's. Das ist richtig, hey, richtig. Oh, du hast einen Chat im Gesicht, Simon. Ja, ich habe den Chat hier. Warte, ja. Ich sehe es, okay, ich bin der Chat. Aber im Bild. Ich werde zum Chat. So, jetzt geht's. Ja, du hast eine Metamorphose durch. Jetzt habe ich den Chat unter mir, ne, auf meinem T-Shirt. Ist auch geil. Ihr könnt das kaufen. Alle 3 Minuten wird ein neues T-Shirt gedruckt mit ja, dem Chat. Mit dem Chat. Seid, ja, schön nice sein. Als NFT. Als, natürlich. Der Wert, ja. Wir wollen ja, dass der Wert wieder steigt. Ist ja, ist ja ganz klar. Was soll ich machen hier mit dem Chat? Ey, das ich ist... den hinstellen oder nö, nö. Während der Fahrt kann ich ja eh nicht. Also, hast du da einfach was an dein Auto dran getippt? Ja, ja. Hast du das einfach da dran getippt? Ja, ja. Und ich habe, pass auf, ich habe mehrere Kameraperspektiven. Man kann jetzt auch, pass auf. Hey, Leute, was geht ab? Was geht ab? Das schon. Casting, weißt du? Ich wollte gerade sagen, ich hab die schon mal gesehen. Die Perspektive kommt mir bekannt vor. Na, das finde ich, find ich schön. Ja, ist doch gut. Ey, du musst das mal fotografieren. Ist doch ganz geil, oder nicht? So. Willst du einmal noch mal kurz gucken? Ja. Okay, das Krogi-Mobil. Das Krogi-Mobil. Ja, wir machen tatsächlich gerade das Krogis Talent-Taxi. Und was das genau bedeutet, weiß ich. Hast du das Talent? Oder bin ich der talentierte Fahrer? Oder suchen wir gemeinsam das Talent? Das kann ja auch sein. Wir suchen. Wir sind immer auf der Suche nach Talent. Wenn ihr Talent habt und eine Bereitschaft, für wenig Geld zu arbeiten, dann kommt doch zu den Rocket Beans. Kommt zu den Rocket Beans, Hammer. Kommt heute sonst auch zu Mate Crate. Da machen wir heute dieses wunderbare Farway 2. Wenn ihr meint, ihr habt sehr viel Talent, weil das können wir direkt gebrauchen. Talent nehmen wir direkt mit. Wir nehmen auch andere Sachen. Wenn ihr ein Livestreaming-Auto habt oder ein Livestreaming-Boot vielleicht. Ja, oder ein Golfkart geht auch. Oh. Livestream. Das ist schon mal ein Schritt in der Tür. Ein Livestream-Golfkart, das gefällt mir. Ja, das gefällt mir. Ja, aber das ist im Grunde das nur weniger sicher. Ja, perfekt, auf jeden Fall. Ich möchte euch ganz kurz abholen, was hier wirklich passiert. Also, heute ist bei Rocket Beans Faraway 2, ihr wisst schon, ferngesteuerte Autos fahren, dabei gut abschneiden und möglicherweise einen Preis mit nach Hause nehmen. Powered by GTÜ. Und genauso ist auch dieser Stream hier powered by GTÜ. Das finde ich nämlich so geil, weil die Jungs und Mädels gesagt haben, ey, wenn du Auto fährst, da möchten wir supporten. Finde ich geil, weil das ist mein größtes Laster, glaube ich, dass ich Autofahren so geil finde. Da kann man mir auch wirklich was vorwerfen, ja, umwelttechnisch und Co. Ich wollte dir auch was vorwerfen. Ja. Ich sitze hier. Nein, sagst du, halt für dich. Ich brauchte Strom. Ich weiß, okay. Ich brauchte den Strom. Simon, der teuerste Generator ich sag's, der Welt. Ich sag's direkt. Ich nehme es direkt bei mir für mich selbst im Mund. Ich habe das Auto jetzt bestimmt 10 Minuten laufen lassen, wenn nicht 15, weil hier ist alles angeschlossen und die Autobatterie macht irgendwann schlapp. Und dafür ist es aber kühl. Und also wir haben auch was davon. Das ist korrekt. Ist nicht komplett für Nutz. Hier liegen halt um das Auto rum, haben sich so tote Eichhörnchen versammelt. Die einfach ja, die haben kurz demonstriert und hatten so kleine Schilder, aber die Phase war schnell vorbei. Und dann haben sie sich hingelegt und geschlafen. Die haben geschlafen, die schlafen alle ganz gut. Ihr wisst, ich bin Tierfreund, ich finde das alles geil, aber Autofahren ist halt echt eine Sache, die ich geil finde. Und dementsprechend danke an GTÜ, dass ich das heute machen darf. Und jetzt habe ich Simon schon eingesammelt. Eigentlich war der Plan, ich hole ihn beim Hotel ab, wo die anderen auch sind. Aber Simon ist schon drin, das spart uns Arbeit. Und dementsprechend, Simon, du kriegst schon dein Fan-Package. Dann geht wieder ein Fan-Package. Hier ist es für dich. Bitte schön. Ja, du bist ausgestattet. Kannst du gleich angucken. Und wir holen jetzt noch Leute ab. Ich habe mir extra, wie es so für sich so ein Busfahrer gehört, habe ich mir so eine Klemmmappe besorgt. Und kann euch sagen, wir holen jetzt Simon ab, der ist schon da. Dann kommen Maxim, Shoyoka, Frodo und Nasti. Und die hole ich bei einem Hotel ab. Und da muss ich um 15 Uhr sein. Wir haben es jetzt 14.41 Uhr. Ja, das schaffst du nicht ganz. Aber ey, doch, laut Navi sagt, ich bin... Ja, die können ja ruhig mal warten. Ich bin sogar vor der Zeit. Wenn zwei Superstars hier im Auto rumfahren und die Leute entertainen, können die ruhig auch mal ein bisschen warten. Das stimmt allerdings, das finde ich gut. Wie ist denn hier das Feedback im Chat? Ist das gut, ja? Ne? Ich sehe eigentlich gar nicht. Warte, ich mache den Chat mal größer, dass ich einmal nochmal hier reingucken kann. GTÜ ist nur einmal im Jahr. So nämlich. Das ist die Einstellung. Ich verlinke die Leute direkt mal auf Rocket Beans. Ja, das ist gut. Auf meinen krassen Kanal. Dann wissen die Leute genau. Ja, bitte. Okay. Ja, aber du kannst auch meinen Kanal verlinken, ne? Also, Simon, Rocket Beans braucht die Klicks aber auch. Ja, Moment. Ich verstehe dieses Konzept noch nicht ganz. Alle machen alles. Wir denn jetzt auf Rocket Beans eigentlich? Oder nee, auf Krogmann, auf bei mir. Wie lustig, da habe ich wirklich das Falsche. Ja, dann lösch das jetzt, Simon. Auch mal ein bisschen was für deine Freunde und Kollegen Gutes tun, Simon. Das ist so geil. Das ist halt original nicht auf Rocket Beans läuft. Ja, weil... Nein, ich bin voll happy, Alter. Du holst uns ja auch ab. Warte, aber ich habe doch was für deine... Damit die Laune wieder sich best verbessert, Simon. Warte. Die Laune ist nein, gut. Nein, die würde noch viel besser. Ich habe warte. Also die Sachen, die du jetzt zeigen könntest, die dürfen wir eigentlich nicht zeigen, sag ich mal. Warte. Damit meine Laune besser wird. Ich habe für dich ein Saxophon mitgebracht. Okay, ich bin ein bisschen eingerostet. Ne? Ja. Ja.
Tut mir leid, ich muss. Die ist nicht schlecht. Aber ich muss hier wieder stimmen. Ne? Ich werde ein bisschen geil gerade. Kannst du wieder aufhören? Das ist zu heftig. Das heißt, auf Saxophon heißt das ja. Ja, das gerne. Stimmt. Ja, gerne. Ja, die 80er ohne Saxophon geht nicht klar. Dementsprechend, der Saxophon ist schon mal am Start. Ja, mehr habe ich nicht. Also, der Chat sieht gut aus. Wenn die Verbindung manchmal ruckelt, so als Disclaimer, dann liegt es sehr wahrscheinlich daran, dass A, das Netz schlecht ist oder B, es hier im Auto zu warm wird, weil die Technik kann das, glaube ich, nicht so richtig gut haben mit der Wärme. Aber ich habe drei Perspektiven für euch. Einmal vorne, einmal hinten und so eine Mixtur aus beiden. Da könnt ihr, ne, da könnt ihr sehen, was abgeht. Und wir bleiben erstmal vorne, weil wir fahren jetzt, ja? Und ich würde sagen, wir fahren jetzt einfach mal zum Hotel. Ihr wisst Bescheid, euer GTÜ-Driver Krogmann ist am Start, Simon ist am Start. Ja, ich versuche immer noch einfach nur einen Tweet mit dem Bild abzuschicken. Es dauert ein bisschen, ja, weil ich jetzt ja auch Multitouch-URL ändern musste. Ja. Und jetzt gucke ich mir erstmal deine Werbung an. Ja. Bevor ich den Link kriege, das ist auch so eine Frechheit. Bevor man den Teilen-Link kriegt, muss man sich die Werbung angucken. Ja, das stimmt wirklich. Na, ist ja okay, aber. Wie machst du das denn? Ich habe. Ja, genau so. Ne, aber in meinem Chat, was ja, sag ich mal, 99% auch dein Chat ist, ja, sagen die Leute, Simon hat es gut gelöst mit der Werbung. Weil beim Ernsthaft, das meine ich jetzt ganz unironisch, weil bei mir wird immer moniert, dass bei mir so viel Werbung kommt und ich raffe nicht, was ich machen muss. Naja, vorher haben die Leute bei mir auch gemeckert. Ja. Und ich habe sie im Grunde komplett ausgestellt und mir dann überlegt, naja, ich mache dann halt jede Stunde ein paar Minuten. Ja, erfahrungsgemäß machst du die dann aber nicht. Das ist richtig. Also habe ich de facto im Moment keine Werbung. Das finde ich auch gut. Aber das wird sich ändern. Moment. Das finde ich Leute natürlich gut. Nee, da müssen wir. Also, ich meine, ich habe. Schon sehr gut. Ich muss noch mal gucken. Ja. Ich bin schon sehr gut. Ich habe keine Ahnung, wie das mit der Werbung läuft. Im Moment ist okay. Ja. Aber also, man macht dann halt auch gar kein Geld mehr. Ne? Also muss man realistisch sein, dann macht man halt gar kein Geld mehr. Ich mag diese Ehrlichkeit gerade. Ja, aber ist doch so. Es ist wirklich wahr. Es ist wirklich wahr. Jetzt will ich endlich nur den Link. Der Stream ist jetzt schon sehr gut. Du machst das fertig. Bist du angeschnallt? Ja, bist du. Ich habe auch hier so eine Thermoskanne bekommen von GTÜ. Dankeschön. Jetzt heute alles gebrandet. Ich liebe es wirklich. Aber gut. Ich habe ein kaltes Getränk da reingetan. Und zwar Zitronenwasser. Mhm. Geht ab, alle Fenster hoch, weil Klima läuft. Chat, ich gebe euch komplett in die Obhut des Simon Kretschmanns. Wenn er okay, Tweet ich habe meinen Tweet endlich abgefeuert. Hammer. Dann fällt gut, was ist das? Das ist ein Auto. Das sind die Sensoren eines Autos. Okay. Bist du schon mal im Auto mitgefahren bei mir? Ja, doch klar, wir haben auch schon mal eine Sendung gemacht, logisch. Ja, ich bin hier schon auf jeden Fall. Nachts mit dir rumgefahren. Ja. Mit sowohl ohne Kamera. Manchmal war eine Leiche im Kofferraum. Weißt du noch aber da müssen wir jetzt nicht drüber reden. Weißt du noch den einen Diebstahl, als wir beide keine Werbungseinnahmen hatten? Ja. Hier Beschaffungskriminalität. Natürlich für Grafikkarten und Elgato Greenscreens. Ich habe jetzt drei Greenscreens, muss reichen. Ja, ich habe jetzt einen, den kann ich hochziehen, einen kann ich runterziehen, einen von der Seite und damit habe ich alles. Simon, das ist richtig schön mit dir gerade. Hier, Achtung, Auto, ja. Fahrrad. Ja, stimmt. Ein kleines Auto. Flink, das sind diese Dienstleister auf Rädern, die sagen, ich möchte jetzt einen Kaugummi haben und dann fahren die los. Für 5 Euro kriegst du dann was von denen. So, jetzt fahren wir. Ja, bitte konzentrier dich wirklich aufs Fahren. Ich mache das wirklich, es ist ja auch kein Problem. Reden kann ich aber, ich habe hier Navi, ich muss gar nicht mehr mit dem Chat interagieren. Da ist Max Zelas, da ist die ganze Crew, Hallo, die ganze Crew. Hallo. Ey, ist ja nur Hammer. Läuft der Stream? Ja, läuft. Alles Daumen hoch, danke, tschüss. Sie haben vielleicht noch ein kleines Saxophon-Solo. Nein, das haben die nicht verdient, oder? Ein was? Ein Saxophon-Solo haben die nicht verdient. Ne? Ich habe zu viel in der Hand gerade, aber mentales Saxophon-Solo geht raus. Ich habe keine Ahnung, wie ein Saxophon klingt, wenn ich mir ehrlich bin. Also, wie würdest du es mit dem Mund nachmachen? Okay. Nein, kann ich auch nicht. Sieh mal, hier, der Nils kann es doch, oder? Der Nils kann, der hat einen sehr guten Mund. Der kann einfach sehr viel, der hat ein gutes Tonorgan. Einen tonal guten Mund. There is skill in all of us. Aber da soll noch mal einer sagen, dass ich den Skill nicht habe. Du hast den Skill ich auf jeden Fall. Ich klebe mir jetzt direkt, ach, das ist nicht zum Kleben. Aber es ist zum Aufnehmen, oder? Das wäre doch geil. Mach doch mal so einen Haushaltsstream. Wurde mal so Omas Weisheiten, weißt du? Ja, aber ich habe ja keine Weisheiten. Nee, aber die überbringst weißt du. Oma ist schon tot, was soll ich machen? Was soll ich mir nicht ausdenken? Wir haben nicht mit der geredet, was soll ich machen? Ich nehme einfach irgendeine Oma. Ja. Ich nehme die Marmeladen-Oma. Der hast du einen guten Draht, ne? Zu der. Na, wir machen, also die ist unser kleines Rocket Beans Meme, ja, mit dem sie uns den Preis geklaut hat. Hast du ja Süßigkeit. Ob die das wohl weiß, die Marmeladen oder das? Ich hoffe nicht. Dass wir das wirklich ein bisschen unangenehm fanden? Nein, niemand fand das unangenehm. Nein. Und das war cool. Nein, sind wir ehrlich?
das war schon ein bisschen Enttäuschung im Raum. Sind wir, Enttäuschung? Sind wir ganz, jetzt kann man drüber reden. Wer verliert schon gern? So. Wer von euch verliert schon gern? Das ist doch so. Aber die Marmeladenoma, ich weiß auch gar nicht, was die macht. Hat die gezockt wenigstens? Nee, ich nehme mal an, sie hat entweder Marmelade gemacht oder Oma. Oma. Sie war einfach Oma. Ja, es würde aber reichen. Es wird wirklich. Omas sind wirklich die Besten. Und jeder vermisst ja auch so ein bisschen die Omas, ja, wenn sie nicht mehr da sind. Meine Omas sind so lange schon tot, ja? Dass das wirklich so, ja, ich nehme jede Oma. Aber nur, sie muss aussehen wie eine Oma und reden wie eine Oma und so mütterlich sein wie eine Oma. Aber hattest du guten Kontakt zu einer deiner Omas? Also kann man sagen? Also gemischt. Die eine war sehr religiös und hatte eine riesen Familie so. Ja, und da, okay. war ich ein paar Mal und so, da habe ich aber nicht so die Connection gehabt. Ja. Das war mir auch zu katholisch. Ja, verstehe. Ja, das war zu eingeengt und anstrengend, wie in einem Kloster. Ja, das und die andere war halt irgendwie viel chilliger und da gab es immer Leckereien und da habe ich sehr viel, ich habe irgendwie bei meiner Oma in ihrem Haus, die hatte halt so ein typisches kleines, so ein Oma-Haus und da war oben ein ganzes Stockwerk, wo irgendwie keiner richtig gelebt. Ja, das ist ja bin ich dann immer durch das die, bin ich hin und hab rumgeguckt und hab mir so irgendwie Schränke angeguckt. Geil. Und hab dann wirklich ganz viele Sachen entdeckt, wie Heinz Erhardt Schallplatten. Oh, ja, ich habe die teilweise halt wochenlang habe ich diesen Shit gehört dann kann ich und habe irgendwelche Bücher gelesen, die sie da hatte, einfach nur aus Langeweile. Und das war so cool im Nachhinein, wirklich sehr gut, hat ne? Das mir so ja. viele Erinnerungen gegeben. Und mit diesen ganzen alten Stars irgendwie, Comedy-Stars quasi bekannt gemacht, ne, die man sonst verpasst ja. hätte. Und die sind sehr gut übrigens. Ja, das ist wirklich nur absolut Sahne. Aber ich hätte ohne meine Oma das nie entdeckt. Omas sind geil. Shoutout an alle Omas. Ja. Ihr seid die Hammer. Ihr seid Hammer. Alle, die gerade zugucken. Alle Omas, die gerade zuschauen. Ihr seid Hammer. Ich hätte auch einen super Draht zu meiner Oma, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Deswegen springe ich da so drauf an. Das sind einfach gute Leute. Wenn die sich gut gekümmert haben, dann war das immer Hammer. Ja. Und Heinz Erhardt hat wirklich diese Hörbücher, oder wie nennt man das denn früher? Hörkassette oder so. Irgendwie, das war eine Kassette. Oder ja, hat's auf LP? Das waren, also es gab es wahrscheinlich auf Kassette und auf Schallplatte. Ja. Ne? Aber ich kenne auch noch wirklich diese ganzen so Comedy-Stand-Up-Routinen auf Schallplatte. Ja, so kenne ich noch. Es ist nur geil. Das ist so, aber so irre aus heutiger Sicht irgendwie, weil das, also es gibt Schallplatten, aber sowas gibt es wirklich nicht mehr. Heinz Erhardt war so wie, Giga quasi. Er war seiner Zeit voraus. Ja, das auf jeden Fall. Das meine ich. Ich kann mich noch daran erinnern, dass er sagte im Publikum, ich sage Ihnen einen Satz mit G. Nennen Sie mir Worte mit G. Ja. Gerade Gewürzgurken gegessen. Das ist aber nur. Ich kenne das Ganze, das ist ein ganzes Theaterstück. Gastiger Geier. Geifert. Genau. Verdammt, ich krieg's aber auch nicht mehr hin. Es ist so, eine Frau geht fremd und der Mann überrascht sie beide. Ja. Und alles ist aber mit Gs. Ja. Ah, Mann, ich wünschte, ich könnte das. Das war wirklich sehr schön. Es gab eine Zeit, da konnte ich das komplett auswendig. Simon, irgendwann machen wir unsere Schlager-Karaoke mit Stand-Up. Mit Heinz Erhardt Stand-Up-Programm. Wir machen das einfach nur nach. Dann. Also wir müssen nichts Eigenes ausdenken. Aber das gefällt mir. Oder? Wir machen das einfach nur nach. Ja, wahrscheinlich ist dann, hat er auch wahrscheinlich Erben, die darauf so achten, dass man Heinz das Intellectual Property nicht. Aber das könnten wir doch sein. Oder warte mal, sobald was 75 Jahre alt ist, darf man es doch benutzen, oder? Also wenn jemand 75 Jahre tot ist, und es ist keine Stiftung oder so, dann darf man, glaube ich. Irgendwas ist da auf jeden Fall. Ich weiß nicht, du kannst, glaube ich, denn die Rechte irgendwie verlängern. Bald lassen. Hin. Das. Ja, das frage ich mich auch genau, wie das verlängert. Aber weißt du, wir reden gleich über was anderes. Aber eine Sache noch, die ich bei Heinz Erhardt toll fand, das haben alle damals gemacht, einfach alle Gags immer wieder verwendet. Ja, in jedem Film dieselben Gags, auf der Bühne dieselben Gags, immer das das Programm wurde dann immer noch in zwei, drei Filmen verwurstet. Natürlich. Aber und das finde ich ja. Aber, ich finde das voll okay. Also, natürlich. Aber trotzdem, das ist so krass, weil die haben ja so viele Leute erreicht. Das waren ja Multimillionen Leute, die sie damals erreicht haben, weil es gab ja nichts. Das stimmt. Ja. Das gab ein paar Sender, jeder hat ein bisschen Radio gehört. Aber die haben sich Mühe gegeben und deswegen war es ja, gut. Geil. Das war auf jeden Fall sehr, sehr schön. Ja, und heute wollen wir uns auch Mühe geben. Also hast du schon ein bisschen... Moment. Ich krieg's vielleicht hin. Wirklich? Gatte ging, Geschäftsreise. Warte mal, so die Zwischendinger. Ja, aber das fing so an. Günstige Gelegenheit. Ja. Geil. Stimmt. Oh Mann, ich krieg's aber nicht mehr ganz. Okay, das feiert man wirklich nur. Also alle, die gerade denken, was ist mit den beiden? Ja. Ihr habt recht. Ja, im Zweifel habt ihr recht. Und im zweiten Moment müsst ihr aber auch wissen, wenn man das kennt, ist das sehr gut. Weil er einfach sehr, sehr guten Job macht, muss man sagen. Ja. Gemeines Gesindel, als der Gatte reinkommt dann irgendwie. Stimmt, gemeines Gesindel, gnadegütiger Gatte.
Alter, bist du greife gut? Gewehr. Bist du gut? Und so, ich weiß wirklich noch. Bist du Gesäß gut? Getroffen war ja, dann am Ende stimmt. Noch. Scheiße, ich wünschte, ich könnte es ganz. Aber es reicht. Das ist sehr gut. Ja, ich... Wie gesagt, das war meine Kindheit. Also wir sind halt Erhard Ultras, wie man... Erhard Ultras! Du bist kein Erhard mehr aufs Maul! Ja. Ja, das ist aber auch natürlich der Wunsch, in einfacheren Zeiten zu leben. Ja, ne, ist als es wirklich. Heute. Ist es wo das einfach. Benzin, wo du dein Auto noch den ganzen Tag lang ja, laufen lassen und da sagt keiner was. Da kommt noch der Nachbar und füllt nach, damit das nicht auf... Oh Gott, ich werde angerufen. Sophia Katz ruft an. Ja, okay. Was ruft die denn jetzt an? Okay. Warte. Sophia, hallo, wir sind live. Sophia, hallo, wir sind live. Hallo, Sophia, wir sind live. Hallo. Warte, hörst du uns? Wir sind live im Internet. Hallo. Hallo. Wichtig ist, dass wir live im Internet sind. Seid ihr in Eppendorf noch? Ja, wir fahren gerade zum Hotel, wo wir die abholen, die anderen. Du bist in der zweiten Route. Du bist in der zweiten Tour, Sophia. Ich sitze nämlich gegenüber von, ich bin gerade in der Eisdiele, ich glaube, ich bin ganz in der Nähe von euch. Ich frage mich jetzt, ob es sich lohnt, noch nach Barmbek zum Globetrotter zu fahren, wo ihr mich eigentlich aufgabeln wolltet. Weil ich kann hier beim Penny in der Erika-Straße, könntet ihr mich gerade auch aufgabeln. Also ein Problem habe ich nur, das Auto ist voll. Ich weiß nicht, wie ich es dir schon beibringen soll, aber dann müssten wir illegale Dinge tun, Sophia. Und wir machen das im Internet. Das heißt, wir können das zwar jetzt ab... Nee, dann ist alles gut. Dann fahre ich mit der U-Bahn. Alles gut. Ich wusste es nicht. Ich dachte, ihr müsst mich mitnehmen. Ja, wir müssen dich mitnehmen, aber du bist Tour 2. Du bist Tour Nummer 2. Um 16.30 Uhr. Ach so. Ja, du hast noch Zeit. Ah, never mind. Okay, ich esse noch ein Eis. Alles gut. Alles klar, Sophia. Ist doch einfach 2. Bis gleich, du. Bis dann. Tschüss. Ja. Ach, die Sophia. Verleitet dann immer zu Straftaten, ne? Ja. Muss man sagen, jetzt ist hier los. Doppelt. Das ist wirklich die süße Sirene, die Stimme der süßen Sirene, die dich zu Verkehrsverletzungen bringt. Komm, fahr einfach hier rüber, mach einen U-Turn. Wird schon keiner sehen. Nimm mich einfach mit. Ja, genau. Der Kofferraum ist doch groß. Ist doch aber sie hätte ja hinten, aber wenn wir jetzt die anderen abholen. Wir sind komplett voll. Okay. Also, den holen wir ab. Wir holen Maxim ab. Ja. Joka ist da. Ja. Also, du hast die Liste. Ich kann ja mal. Genau, das ist die Liste. Ich hab extra die Adressen Maxim, überklebt. Maxim, Joka, Frodo und Nasti. Ja, genau. Die sind jetzt alle und da ich fahr, und kommen allein. Also heißt, vier Leute hinten noch. Ja, das willst du gern so haben. Das ist aber drei hinten und drei vorne. Also hier, Nasti kommt hier in die Mitte. Das geht nicht. Du kennst ja wohl den Computer haben. Nasti, die ist hier direkt vorne an dem geducktapten Elektronetzteil. Was ist das? Aber dafür hat sie eine Fahrt umsonst. Aber ich fände es lustiger, wenn wir Frodo sagen, ey, sorry Frodo, du musst hinten im Kofferraum mitfahren. Der Kofferraum, das ist ja ein Riesenraum. Und wir müssen dich mit diesem Klebeband an die Wand. Wir haben leider auch keine Gurte. Deswegen mach mal so, mach mal einen Tee. Kannst du mal kurz deinen Mund so machen? Sehr gut. Ja, das geht schon. Das machen die alle. Sehr gut, sehr gut. Angeblich sind wir in 4 Minuten da. Dann wären wir immer noch pünktlich. Dann wären wir sehr pünktlich. Ja, dann hol ich schon mal das Begrüßungssaxophon raus. Ja. Wie ist denn hier der Chat? Ist alles gut, oder? Ey, da sind übrigens kleine Snacks mit dabei in der Tüte. Ja, das fand ich lustig. Das ist schlau. Das ist wirklich eine gute Idee. Angenehm. Ich muss eh sagen, mir gefällt diese ganze GTU-Geschichte. Ich persönlich erhoffe mir natürlich daraus, dass ich meine nächste Abgas- und Hauptuntersuchung, sagen wir mal, ja, so freundschaftsmäßig, weißt du? Kennen Sie mich nicht? Ich bin Michael Krogmann. Krogi, kennen Sie mich nicht? Kennen Sie mich nicht? GTÜ Endorser? Ja, aber ich meine, mit Sicherheit, ne? Ja. Hast du da auf jeden Fall. Das ist eine Lektar im Rohr. Check. Klar. Ach, du meinst, dass sie dich einfach durchlassen? Nein. Das habe ich die so nicht gesagt. Sehr integer. Die werden dir nur sagen, das müssen wir richtig teuer bezahlen. Aber vielleicht sagen die dann, wir haben aber eine gute Werkstatt an der Hand. Weißt du? Ja, die machen das on the down low. Aber, oder andersrum gesagt, also du hast ja. Hast du ein Auto? Nee, ne? Hast du doch nicht, ne? Nee. Seit 20 Jahren keins. Ja, wirklich. Ja, okay. Siehst du, dann weißt du aber wahrscheinlich noch von früher, dass es immer so Termine gibt, nämlich diese Abgasuntersuchungen und Hauptuntersuchungen, wo man immer denkt, scheiße, bis zu dem Datum, mal gucken, wie es so ist. Und dieses Auto hat jetzt so ein kritisches Alter, wo man sich immer die Frage stellen muss, macht man nochmal 2 Jahre, weißt du? Aber ich sage ja. Wenn man nicht weiß, was, ne, wenn der Motor dann im Arsch ist, man kann es nicht mehr reparieren oder so, das ist dann natürlich, das stimmt. Kostet die Reparatur genauso viel wie neues. Ne? Korrekt. Aber das ist ja genau das Problem der heutigen Wegwerfgesellschaft. Ja, genau, exakt. Also eigentlich muss man Simon, danke, dass du sagst. Und das ist nämlich, jetzt mal ganz ernst, das ist meine Denkweise. Wenn doch schon Energie in so ein Fahrzeug gesteckt wurde und so ein schönes Fahrzeug noch, dann möchte ich natürlich alles tun, das zu erhalten. Tell him. So, danke. Tell him, girl. Leute, ohne Scheiß, hört ihr, das war das Smarteste, was ich jemals in diesem Auto gehört habe.
Dankeschön, Simon. Ich sollte vielleicht besser rausgehen. Ich sollte vielleicht besser rausgehen und laufen. Das ist auf jeden Fall das Smarteste, was hier in diesem Bus gesagt wird. Nein, oder auch, ist das nicht ein bisschen laut? Nein, das sagt niemand. Nein, hier ist alles gut. Der Partikelfilter ist sauber, hier ist alles 1A. Wirklich. Ich lasse das Auto auch wirklich oft checken, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist alles wundervoll. So, Chat, seid ihr noch zufrieden? Ist alles gut? Chat zuppelt. Anscheinend steht die Verbindung. Ey, die steht besser als bei mir zu Hause in meinen beiden Stream-Geschichten. Domizil. Ja, in beiden geht das häufiger aus als hier. Nee, aber er geht doch manchmal an, Simon. Ja. Um es auszugleichen. Ja, genau. Boing. Ja, good one. Natürlich, muss man mal ansprechen. Nur wenn man es nicht will. Wenn man es nicht will, geht die Scheiße an. Ja, gut. Aber ja, ich weiß auch nicht. Gerade haben wir Glück. Aber anscheinend, nicht jinxen. Das kann auch schnell wieder vorbei sein mit der Verbindung. Das stimmt, ne? Ja. Also von daher, mal gucken. Ich wusste gar nicht, dass da vorne ein Hotel ist, ehrlich gesagt. Wie haben wir die denn untergebracht? Mitten am Rande Hamburgs. Ja, aber es ist, glaube ich, ein besseres Hotel, aus dem ich gerade komme. Ah, okay. Also es ist schon ein gutes, ein Gästehotel. Es ist nicht ein Gesellschafterhotel, es ist ein Gästehotel. Wo man auch selber drauf zahlt. Ja, also vielleicht auch. Ja, du, wir sind ein bisschen knapp. Kannst du vielleicht deine Erdnüsse einfach selbst zahlen? Deine Erdnüsse? Ja. 20 Euro. Genau. So, jetzt fahre ich hier rechts rein. Ach, guck mal, jetzt sind wir wirklich richtig. Angeblich sind wir da. Schauen wir mal. Da stehen doch, sind das Leute von uns? Nee, das sind Fremde. Das sind Fremde. Nehmen wir die einfach mit, kommen, die sehen doch ungefähr gleich aus. Das sind auch vier. Die haben Körper. Die haben Körper und Kopf. Vier Leute, nee, es sind nur drei, dann können wir sie leider nicht. Nee, das passt nicht. Einer zu mir. Ihr seid leider einer zu mir. Ich habe jetzt hier Warnblinker an so und dann bleiben wir erstmal kurz stehen. Wir müssen mal kurz stehen. Simon, ich mag deine gute Laune gerade, das gefällt mir richtig gut, ey. Ja. Ja. Ja, wahrscheinlich ist die dann weg nachher, wenn es. Das ist nicht mein Problem. Ja, stimmt, das ist dann nicht mehr dein Problem. Das ist wirklich. Aber das hier ist Wochenende, Simon. So, Chat, was sagt ihr? Ist hier die Stimmung gut? Ich hoffe ja. Wir müssen uns ein bisschen um den Chat kümmern. Wir haben schon gute Entertainment-Sachen gemacht. Aber ich kann es nicht lesen. Ist die Sonne. Es blendet. So, ich habe es auch aufgegeben. Ja, jetzt, genau. Jetzt können es alle gut mehr lesen. Da hinten ist ein Leopard. Wahnsinn. Wochenendmon. Wo geht's denn hin? Ja, alles geil. Ja, wir wollen doch zu hier, zum Faraway. Ja, genau, Faraway. Ey, das, geht hin. Guck dir mal. Alter. Guck dir mal den an. Geiler Typ, ey. Moin, ey. Schön zu sehen, ey. Geil. Ja, komm euch hinten rein. Ich weiß nicht, wo die anderen sind. Ach, du bist alleine sogar. Ich weiß es nicht. Also ich habe jetzt im Hotel keinen gesehen, ich habe mich noch schnell geduscht. Komm ruhig rein. Ja, dann komm erst mal an. Schnapp dir mal eine Lücke hier, guck da mal rein. Kannst du denn nicht die Kopfstütze hier in der Mitte abmachen? Kann man machen, aber dann kriegt halt Nasti wahrscheinlich Nackenschaden. Ach so, nee, okay. Ja, stimmt, hier ist tatsächlich ein Sitz. Ich habe nämlich ganz überlegt, wie du streamst. So, pass auf, ich mache erstmal den Chat hier weg, weil da warst du noch nicht da. Und wir haben ihn so ganz groß gemacht, einfach um zu zeigen, uns ist das wichtig, was der Chat schreibt. Ja, sehr gut. Stimmt natürlich. Leute, Maxim ist da. Herzlich willkommen. Maxim ist hier im Saxophon-Rausch. Und Maxim, pass auf, jetzt gibt's eine Überraschung. Und zwar, ja, wenn ich diesen Knopf drücke, dann hast du dahinter eine Kamera und dann kannst du dich doch mal separat begrüßen. Da oben, oben. Ja, genau. Hallo! Ja, geil, oder? Das ist ja wohl nur Killer. Aber das ist ja übel geil. Natürlich ist das übel geil. Was ist da dahinter? Da ist eine Ladefläche. Das willst du nicht wissen. Ja, und so ein Cave. Das ist ja gruselig. Und so ein quasi das komplette Playboy-Mansion in einem Van. Ja. So ein Whirlpool Cave. Ich meine, also Simon kennt die Perspektive, meinte er. Ja, hast du auch schon mal gesehen. Okay, die Perspektive sehr schön. Pass auf, ich hole mal eben Goodiebags von hinten hoch. Ja. Und dann machen wir gleich. Okay. Leider, Chat, wir müssen das Auto anmachen. Es ist zu heiß. Es tut mir leid für die Umwelt. Aber heute mache ich eine Ausnahme. Das finde ich aber schön von Progi, ne? Dass er heute mal eine Ausnahme macht, die Umwelt zu schädigen. Wie geht's dir, Maxi? Mir geht's gut. Ich bin jetzt frisch geduscht. Ich bin absolut ready. Wir müssen die Kamera nochmal umstellen. Ich weiß nicht wie. Ich will jetzt hier aber auch nicht was Falsches machen. Ne? Wir hacken jetzt sofort das System. Ach, über das. Okay, das Bumm, vorn. Look at that. Guck dir das an, der hat direkt deinen Van gehackt. Ja, schön. Boah, was ist das? Ja, weiß ich nicht. Ja, geil. Einfach nur, weil die Leute alle sich freuen, dass du da bist. GTÜ freut sich, dass du da bist, Maxi. Nice. Oh, das ist besser, wenn man die Tür aufmacht. Oder man macht Klima an. Geil. Aber man kann die Tür auch. Okay.
Naja, aber hin kriegst du nicht den Luftreiz. Und wir wollen noch nicht, dass Maxim uns hier. Das sieht so geil aus. Ja, der Maxim ist auch da, Leute. Ich war jetzt nur so. Ohne Scheiß. Also, wir warten noch tatsächlich auf Shuyoka. Die müsste hier noch am Start sein. Nasty und Frodo. Eigentlich krass. Respekt an dich. Ja, ich hab den Stream sofort geguckt. Da kommt Frodo. Frodo ist auch am Start. Ey, Frodo! Hey, ist ja nur geil. Hey. Das ist ja Hammer. Frodo. Hallo, ist das? Taxi. Yes! Du kannst das hinten mal hier rein. Warte, Platz, um das da rein. Ja, ja, hinten, hinten ist super. Oder ganz aber hinten. Vorsichtig, ne? Steht da ein Name drauf oder irgendwas? Haben wir irgendwie, wie können wir das markieren? Warte, wir, Loch, pass auf. Hier kommt ein Kleber, kommt da drauf. Ein Kleber ist, merkt ihr, ein Kleber. Ein kannst du einfach das X wegkleben, weil das mir, ich ja. Finde das. Zu, ach so, das nicht, dass cool. Einer die Idee kommt, das könnte also irgendwas mit Sex oder so zu tun. Doch, hat's aber. Frodo! Hallo! Schön, dich zu sehen. Hallo, hallo, hallo. Es ist so lustig, einfach oben noch zu gucken. Ja, wann ist er denn da? Ach, scheiße, da? Die stehen schon unten. Huch! Ja, komm. Aber schnell auf den Klo. Du kannst die Leute auch noch mal begrüßen. Hallo, Maxim, hallo, hallo. Geht's dir gut? Ich fand's auch der absolute Lifehack. Also hallo, Internet. Es ist ja, da oben ist ja auch noch einer. Das ist ja, hier kann man sich ja nirgendwo in Ruhe die Nase popeln. So. Das ist ja scheiße. Nee, vor allem hier unten kommt noch so eine von unten dann, so weißt du. Das sind so die Ass-Cam. Die Ass-Cam. Kommt ja noch alles hier so von diesem. Shuyoka und Nasty. Und ich würde sagen, dann packen wir Nasty auf den untragbaren Platz, weil die kenne ich am besten. Die kenne ich am besten. Oder ja. Will einer von euch hier in die Mitte? Ich bin auch klein. Es ist wirklich ein richtig untragbar. Dann nimmst du den Chat auf den Schoß. Kannst ja, du, kannst, ja, wenn ich das tatsächlich wie normales Auto fahren. Kannst du machen, aber es ist wirklich undankbar eng, ne? Es ist richtig räudig. Ja, ich war gerade in der Deutschen Bahn. Kühler. Okay, ja, cool. Ja. Okay, dann. Simon, dein Müll bitte. Kein Sound mehr. Doch, jetzt wieder. Oh, Leute, wir hatten kurz keinen Sound. Was hat er getan? Hier, ich bin hier drauf gekommen, auf den hier, auf den Mute-Button. Jetzt haben wir Sound. Sehr gut, war absichtlich. Ja, geht. So, jetzt kannst du wieder zu. Ja, perfekt. Aber der Bart geht, glaube ich. So, jetzt gebe ich noch dir. Ja, ich weiß auch nicht. Willst du noch eine. Achso, du kriegst auch ein Geschenk. Oh, was ist denn nun mit ja, dem anderen Mensch hier? Geschenke. Wir haben doch Termine. Noch ein Beutel. Ja. Warum sind die denn spät? Ja, weiß ich nicht. Guck mal. Solche Hey, was ist da drin? Ist das eine Tasse? Nicht hupen! Herr Wachtmeister! Oh, wie leise die ist. Herr Wachtmeister! Wir haben den immer gehört. Ey. Voll entspannt. Ich möchte das nebenbei aus der Lizenz. Ja, machst du. So. Ist das eine Tasse oder was da drin? Ich weiß es nicht. Das sind Geschenke für dich. Simon, hast du noch meine, meinen schlauen Zettel? Das sind Snacks und Getränke. Das ist richtiges Chaos, ich liebe es. So. Also ich habe den Chat irgendwo outgepoppt. Ja, warte, ich mach's mal. Oder willst du? Nee, ich mach's ganz schnell. Ich weiß. Chat anzeigen. Oh, was? Nee, der hat mich outgepoppt. Ja, warte. Hallo. Hallo. War ja wirklich schon. Hallo. Wir haben die richtigen angerufen. Das ist ja. Richtig. Hallo. Ja. Hallo, Shuyoka. Ist ja Hammer. Links, rechts, Mitte. Wo ist der denn jetzt, der Chat? Da. Da ist der Chat. Und jetzt mal so. Ist okay. Ist. Ja. Ja. Das ist ja Hammer. Oh, Jesus. Was denn? Wer sind denn Sie hier unten schon wieder alle? Hallo. So. Grüß dich. Maxim, willst du deinen schön, Ball haben? Schön, dass du da bist. Ja, was soll ich haben? Oh, meine Tüte. Nee, hier vorne ist kein Platz. Nur, das lass die mal hin. Du hast hinter dir eine Kamera, ne? Nur, dass du Bescheid weißt. Frodo, du musst die Kamera anders drehen. Ja, Frodo, du bist einfach eine freche Sau. Du bist ein mieses Schwein, Frodo. Ich weiß ja die Situation. Du hast gesagt, bist du. Es wird immer mehr wie die Serien, die ich meinte. Kein Kommentar jetzt. Du hast... Warte, haben wir den Chat
Was? Der Chat hier. Aber warum ist das Spiegel, oder? Warum ist der Chat gespiegelt? Darf ich nochmal checken? Darf ich nochmal gucken? Ich mag, was hier passiert. Soll ich nochmal gucken mit dem Chat? Nein, pass auf. Ja? Ich bin ja jetzt. Ja, schon klar. So, ich zeig mal kurz. Ich habe gestern in der Nacht noch gedacht, ich trage jetzt kurze Hosen im Stream. So ist gut. Sollten wir vielleicht die Beine rasieren? Und ich bin heute im Auto gekommen. Oh wait, es war nicht mehr so gut, wie ich das gemacht habe. Also habe ich mir gerade auf der Autobahn auf der Rückbank die Beine rasiert. Okay, krass. Das dürfen wir nicht streamen. Das dürfen wir nicht streamen. Aber vielleicht kannst du mal einen Daumen nach oben geben, ganz kurz. Ja. Das ist klar, super. Das sind die Stories, die wir brauchen. Im Talenttaxi. Wie heißt das jetzt so? Ja. Was ist dein Talent? Wer fehlt jetzt eigentlich noch? Nur noch Rossi. Warte mal, ist das ein Headband, ja, oder? Ja, klar. Okay. Was ist ein Headband? Ey, ich dachte, du hast eine Wintermütze drunter. Ist das nicht ein Schweißband? Ja. Habe ich irgendwo einen Chat, den ich mitlesen kann? Ja, hier. Ich versuche es gerade zu bedienen. Du kannst sonst ein Handy nehmen einfach. Boom. Wir haben alle selber Handys, danke. Ja, okay, dann twitch.tv Krogmann. Da habe ich so ganz heimliche... Ja. Guck mal, der ist mit. Also ich habe es gleich. So. Ja? Super Gehirn. Super Gehirn macht, super Job. Super Gehirn, activate. Pia, guck mal, ich habe was Schönes für dich. Oh, das ist für dich. Hast du auch einen Crawler? Nee. Nasti! Ja, ich warte, ich helfe dir eben. Leute, ihr sagt mir jetzt, wie ich mit dem Mac diesen Text hier spiegel. Look at that. Das ist doch nicht richtig. Das ist ja für niemanden lesbar. Entschuldigung! Da kam einfach Nüsse auf meine Hand. Entschuldigung! Verarbeitete Nüsse! Nein. Du hast gesagt, du bist vorne. Du kanntest das Risiko. Das Risiko war da. Und ich habe es accepted. So, hier so, nochmal. Maxi, wie läuft's bei dir? Alles gut? Also guck mal hier. Ja. Kann man normalerweise horizontal spiegeln? Kannst du. Wahrscheinlich hast du die falsche Ebene ausgewählt. Nee, guck mal hier. Die ist richtig. Das ist doch eine Chat. Ach, da weiß ich nicht. Ja? Du bist schuld. Ja, aber ich wusste, er hat dich da so hingelegt und du warst noch nicht da. Ich habe mich hingelegt, damit die Kamera nicht weiter runter musste. Du stell die Kamera runter. Lass sie, wir hatten eben so eine halbe... Wie soll ich das sagen? So eine obszöne Kamera hatten wir kurzzeitig. Und, aber es war nur ganz kurz. Pia, also ich entschuldige mich, aber es war wirklich nur ganz kurz. Und die Ideen, es wäre ja genial gewesen, wenn ich das von vornherein so eingeplant hätte. Das wäre großartig. Hatte ich ja nicht. Aber dann hätte ich mir nicht von vornherein so richtig viel Pelz zwischen die Brüste gepackt. Ja. Dann wären die Leute so gewesen, oh mein Gott, titten. Und dann wären sie so gewesen, oh mein Gott. Pelz und Brüste sind genau die Wörter, die in einen Satz gehören. Ey, aber warte, jetzt einmal auf die Hinterkamera. Jetzt wird, Achtung. Ja, das Bild ist doch okay. Ja, ist okay. Das Bild ist. Warte, das ist okay. So. Das ist doch voll okay. Guck mal. Pia, schau mal. Das ist doch ein voll okayes alles Bild. Fein. Also. Super. Lass dich jetzt, mach mal keine Schnute. Ohne Schnute. So, und wenn ich jetzt das Mixbild mache, ist das jetzt gut? Das ist doch gut so. Jetzt besser. Ja, lassen wir es doch so. Lass mal so. Beutel auch noch geben. Ich krieg einen Beutel. Ja. Schleimbeutel. Schleimbeutel. Ein Beutel voll Schleim, Christian. Geiler Beutel. Geiler Beutel. Ey, da sind Sachen drin. So, dann gehen wir hier in die zum Mitte. Zum Beispiel hier so ein Ding. Einer muss die Verantwortung haben. Ja, aber du machst es auch. And I take it. Ich habe direkt das Vertrauen. Ich sehe den Unfall und ich versuche. Guck mal, dass die Namen aller Menschen sogar so angeordnet. Schön, dass ihr da seid, ja. Ich müsste uns nur noch umdrehen. Oh nee, eigentlich nicht. So, guck mal. Kommt rum. Sehr gut, siehst du, Pia schon absolut. Juhu, geil. Guck mal, die Hände berühren sich sogar hier. Das ist ja mega. Ey, jetzt weg. Pia, du hast gerade Maxim angefasst. Wir können die Arme verlängern, warte mal. Ja, mach mal nach deinen Haar. Warte. Oh, das ist richtig schwer. Und jetzt die Arme noch vor. Ja, nee, warte, links. Warte. Links, noch ein bisschen, stopp. Ja. Und jetzt die andere Hand. Warte, das ist die Hand. Ach so, und jetzt nach rechts die andere Hand. Lass sie, wir fassen uns auch an. Ah, look at that, you're in the Human Center Arms! Okay, ja, ist ja gut. Du musst eben kurz das nur eingegeben, die Adresse. Ihr könnt euch unterhalten. So, okay. Oh, Pia, du musst aufpassen mit dem Handy. Nein. Die Qualität ist sehr schlecht, aber trotzdem Vorsicht, wenn du dein Handy scrollst. Ja, das habe ich schon im Blick, aber ich mache gerade eine Insta-Story. Sehr gut, das ist okay. Für Krogi. Dankeschön. Ja, ihr seid wirklich Premium-Menschen jetzt schon. Es ist nicht so warm, wie du denkst. Warum habe ich denn gerade eben noch geduscht eigentlich? Also hier vorne ist richtig geil. Das verstehe ich auch nicht. Ich mag, dass du immer noch mal drauf aus. Also das ist oben. Oben vielleicht. Wir brauchen everywhere. Da fahren wir so eineinhalb. Simon, weißt du, wo mein schlauer Zettel ist? Mit, diesem, mit dieser Clip, das Klappenbrett? Oh ja, das brauche ich kurz. Das ist ja mein Plan für heute. Ich bin der original Busfahrer, wie das. Ich bin ausgestiegen bei 35 Grad draußen. Ja, wenn euch langweilig ist übrigens, ja.
ist dieser Kreis so warm. Wir sind voll. Ach, das ist wärmer. Oh, ja, das ist wärmer, wenn man so glaubt. Ey Leute, nur, dass ihr Bescheid wisst, ja. Falls euch langweilig ist, Simon hat Saxophon geübt. Und ab und zu. Ja. Wir können euch quasi Musikwunsch raushauen. Ja, und dann spielt er das. Ich habe euch hier komplett psychisch fertig gemacht, vor der Show schon. Okay. Und Frodo, Frodo kann ja tatsächlich Musik machen. Ja. Nee, du auch. Ah, ich hab Bock, das ist ultra cool. Cool. Ja, ich finde schön, dass du da seid. Ja, dann geht's jetzt los. Wie geht's euch allen? Ist das wirklich da? Also uns geht's gut. Hier vorne ist schön tight. Dankeschön, Magic is amazing. Ist das wirklich da? Das Geile ist, wenn du die Handbremse ziehst, ziehst du ungefähr 60 Kabel. Das ist korrekt. Oh, das ist gut. Hört ihr das? Mach dein Fenster hoch hier. Spiel mal Careless Whisper. Man sieht genau mein Handy, nur mein Handy. Warte, soll ich meins nehmen? Aber dein Handy zeigt ja das, was wir gerade sehen, das Genius. Ja, genau. Das ist endlos in das Bild hinein. Leute, die Fuck it los. Alle angeschnallt? Alle angeschnallt. Alle Bock? Alles klar. So, bei mir ist verdreht. Aber juckt nicht. Warum ist das immer noch? Achso, du musst gleich wahrscheinlich einmal auf Theta drücken. Warte, in der Mitte. Warte, komm gleich. In der Mitte? Ja. Dass du drunter halte. Ich komm noch nicht. Ja. Warte, ich halte noch mal kurz an. Das kriegen wir. So, wir haben den Ton wieder, Leute. Ich hab's ja gesagt. Ja, ja. Die Handbremse sich löst. Hast du ja auch Atomexplosion. Gesagt. Hast du ja auch gesagt. So. Ja, jetzt, aber die kriegen wir auch noch hin. Ach, das machst du nochmal rein und rausstecken. Ja, das bei mir zu Hause aus. Alter, Rauschspiel. Das müsste eigentlich gehen. Ansonsten verfolge ich das Kabel. Ich bin zu weit oben, ne? Ich chase das Kabel. Aber es müsste eigentlich das sein. Oh, nee. Aber das drinne. Ja. Das ist auch mittlerweile drin. Ja. Siehst du? Der Versatz ist halt echt. Lumix. Ansonsten gibt's die Cam halt nicht mehr. Dann gibt's die halt. Das ist schlau. Aber du musst die Cam jetzt anmachen. Achso, soll ich mein Handy als Kamera benutzen? Nee, warte. Ich mach einfach an. Aber hier ist noch ein Kabel. Warte mal, hier muss doch bestimmt was rein, oder? Nee, eigentlich nicht. Ansonsten, guck mal, wir machen einfach so hier, Krogi. Nee, warte, ich mach einfach die Kamera auch nochmal aus. Vielleicht hat die das einfach nicht geschafft. Was hältst du davon? Ich finde es aber auch gut, dass wir solche Dinge hier miterleben. Ja. Das ist tatsächlich das Realistischste, was man machen kann, Maxi, oder? Kannst du deine linke Schulter mal kurz wegexistieren? Okay. Ah ja, warte. Das war dein Kopf. Ja, ja. Nee, verwechsel ich immer. So. Und jetzt müsstest du eigentlich. Dreh dich mal um und guck mal in mein Handy. Alter, ich brech mir das Genick. Das ist ja dein. Jetzt müsste es doch gleich gehen. Ich hab doch jetzt auch gemacht, was ich machen sollte. Eigenschaften. Guck mal, ich muss ja noch in den Arm beißen. Warte, sonst geht's dir hier. Es geht auch gut. Die ist auch sehr gut. Aber ich hab doch gerade das gemacht. Warum geht das denn nicht? Notfalls die. Dann nimm einfach die jetzt. Ja, nimm einfach. Ist mir eh viel lieber. Das war auch nicht mein Plan die ganze Zeit. Nimm die Maxim. Dass ich hier einsteige und sofort die Maxim-Cam übernehme. So, guck mal. Die ist doch auch gut. Guck mal, da habe ich sogar ein bisschen Dynamik drin. Ja, ist doch viel besser. Dann spart ihr mehr Herrschaft hier. Ja, also ich überlege ja tatsächlich, aber das ist leider... Rogi, gib mir auf jeden Fall nicht dein Passwort. Er macht alles. Warte mal, wie kann ich denn das links und rechts wegschneiden? Ja, über was denn? Jetzt einmal kurz Ruhe, genau. Jeder fängt mal an und erzählt eine Geschichte. Nasti, fang du mal an. Wir können doch alle A Cappella Tokyo Drift singen und du drehst hier noch ein paar Runden. Ja, weiß nicht. Nasti, wie geht's dir? Ich muss aufs Klo. Ganz gut eigentlich. Ich hab gerade so viel zu tun mit Umzug und so. Das ist ein bisschen viel. Aber ansonsten, Kannst du das nochmal in die Kamera da oben sagen? Ja. In die hier, das hier. Das da, die. Hallo. Sehr gut. Wer ist lauter? Ich hätte gerne ein paar Tage Langeweile mal wieder, aber ich bin gerade ganz froh hier zu sein. Aber umziehen und neuen Job und zwischen zwei Städten hin und her fahren kann ich nicht empfehlen. Das ist auf Dauer, macht es müde. Fährst du Auto oder Zug? Auto jetzt gerade. Ah, okay, das ist aber auch scheiße. Zug ist echt angenehmer. Ja, das dachte ich auch am Anfang und dann habe ich die ersten drei Monate gemacht und dann war es irgendwie so, dass Züge ausgefallen sind und super voll war. Nein. Zwei Stunden mit einem Nirgendwo stand. Bei der Bahn fallen Züge aus? Ja. Das ist doch Quatsch. Was halt für ein Gerücht. Ich hatte halt auch sehr viel Pech. Also ich dachte, sehr viel Gepäck. Du bist der beste Kameramann aller Zeiten. Ja, die Zuggeschichte. Das finde ich sehr gut. So, nächste Geschichte. Warte, ich muss jetzt mal selber zurechtkommen. Ich habe keine Geschichte. Ja, was war denn gestern? Wir haben gestern HeroQuest gespielt mit den Jungs. Ede, Nils. Ja. Oder
Oh, schön. Die Krane war da. Ja, war hast super. Du gewonnen? Hast du mal HeroQuest gespielt? Ich überlege gerade, was das für ein ja, Game war. Wir haben ja zusammen gespielt. Es gab ja Ausnahmen. Das ist das Einzige, was wir noch spielen können, zusammen. Ja. Gegeneinander funktioniert nicht mehr. Scheiße. Warum nicht? Da ist jetzt zugelaufen Spiel mittlerweile. Die Firma, 120 Mann. Das kann alles sofort vorbei sein. Eine Runde Mario Soccer kann alles entscheiden. Entschuldigung. Also, aber HeroQuest ist ekelhaft. Eine Reise in die Vergangenheit. Okay. Deine Reise in die Vergangenheit. Ja. Also deine Stimme bricht weg. Wirklich? Ich habe irgendwie eine Erdnuss. Was ist denn da los? Was ist denn da los? Ey, irgendeine Erdnuss zwischen, in der Lunge, so halb dazwischen. In der Lunge. Simon, trink doch schnell, nimm doch schnell einen Drink da. Ja, schnell. Ja. Kann ich den 100. Energy Drink? Ja, dann bist du schön pumped. Das ist jetzt schon der zweite. Dann bist du schön pumped, das gefällt mir. So, hast du trainiert? Bist du Auto gefahren? Gestern, ja. Bist du aufs Ziel gefahren? Ich bin draußen im Garten gefahren, dann hat es angefangen zu regnen. Ja. Aber so, wie es nur in Hamburg regnet, ne, dass einmal... Einmal alles kommt. Einmal, genau. Und okay. Dann bin ich rein und habe mit, ich glaube, es waren deine Schallplatten, ich weiß nicht, wo die her sind, habe ich so ein Parcours gebaut. Über Stühle aus Schallplatten. Und Kisten aus Schallplatten. Meine Schallplatten. Und bin da rüber gefahren. Ja, Simon. Dann habe ich entschieden, dass es schon genug Übung war. So zwei Insta-Stories. Zwei Insta-Stories lang geübt. Also, ja. Das ist ja eine gute Zeitvorgabe tatsächlich. So, Pia, sehe ich dich? Wie kriege ich das hin? Pia muss mal ran hier. Oh, entweder da durchgucken oder da durchgucken. Ich glaube, hier ist mit Mikro besser, ne? Ja, hier ist... Warte? Ja. Versteck mich einfach durch. Ich packe noch eine Geheimratsecke von mir rein. Sehr schön, das ist gut. Das sieht das gut aus. Hi. 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 Da sieht das aus, als hätte ich so zwei Körper, ne? Wenn du das... Das stimmt. Pia ist eine Maschine. Maschine. Oh, look at that arm. Was ist die Frage? Die Frage ist, ob du schon trainiert hast. Bist du ready für RC Car Racing? Nee, ich dachte, das wäre ja so ausgemacht gewesen, dass ich nutzlos bin und du gewinnst. Sehr gut. Nutzlos. Das ist richtig, ich habe ja schon Pokal zu Hause. Smart auch. Nutzlosigkeit, ey. Ja! Pia, ich habe eine Frage. Ich habe gelesen, du machst gerade deinen Führerschein, stimmt das? Ja. Wie ist es? Das interessiert mich brennend. Ich wäre fertig, wenn ich nicht Corona bekommen hätte. Dann wärst du schon fertig? Ja, mir fehlen noch zwei Fahrstunden. Also du hast Theorie das hast du schon längst durch, sozusagen. Einfach mal so droppen. Nein, das ist geil. Ich finde das super. Ich habe kein Corona. Ich finde es mega interessant. Es ist drei Wochen her. Also ich habe Theorie noch, ich muss halt die Prüfung noch machen, aber ich bin quasi mit den Stunden komplett durch und Fragen komplett durch und es macht sehr viel Spaß, Auto zu fahren. Autofahren ist so geil. Aber ich hatte heute auch, boah, ich habe mich heute das erste Mal so richtig über jemanden richtig geärgert. Das ist ich Autofahren. Ich bin mal selber gefahren. Ja, aber... Wir sind mit dem Auto hergefahren, weil wir nachher nochmal zurückfahren und die Autobahn war halt irgendwie gesperrt, das heißt, wir mussten immer so... Wege fahren. Ach, ihr auch, ja? Ja, dann wir auch. Dann haben wir die gleiche Strecke. Die gleiche Autobahn. Und da war halt, ich glaube, kein Plan. Und da ist halt Landstraße. Und da darfst du ja auch 100 km/h fahren, ne? Ja. Und ich verstehe das ja. Schlechtes Wetter, es regnet, Winter, schlechte Straßenbedingungen. Alles Gründe, langsamer zu fahren. Wir haben Sonnenschein. Ja. Klare Sicht, alles. Und wir hatten fast 20 Minuten einen Opa vor uns, der mit ungelogen 56 km/h gefahren ist. Das ist Autofahren. Wir hatten 40 Autos hinter uns. Wir waren ein Autozug. Du sprichst so, als würdest du 10 Jahre fahren. Also wirklich. Aber würdest du dir wünschen, dass so ein Opa dann extra schnell fährt? Nein. Nein, würde ich nicht. Ich habe mir gar nichts zu wünschen zu dem Zeitpunkt. Ich wollte einfach nur raus. Wollt einfach noch schneller da sein. Ja, aber geil, ey, dann viel Erfolg. Wann hast du denn deine Prüfung? Also nicht genau das Datum, aber wann ist denn die? Steht die demnächst also an, oder wie? Geplant wäre eigentlich schon Theorie jetzt in den, also übernächste Woche zu machen. Ah ja. Und dann kommt es halt darauf an, wie schnell ich jetzt halt eine Fahrstunde halt bekomme. Ne? Ich muss halt meine zwei Fahrstunden muss ich halt noch fertig machen. Deine Stunden voll kriegen, ja. Ja, genau. Aber cool, ja, Hammer. Ich hab dich grad, Top. Es ist der es ist die falsche Cam. Ich find's geil, ich find's einfach nur geil. Ja, aber nur so, aber dann wird die Cam wieder so grausam. Ach, die ist doch Hammer. Die ist wundervoll. So, Frodo, wie war's bei dir? Ich bin tatsächlich dieselbe Strecke gefahren und habe sehr spät erst gemerkt, dass die Autobahn wirklich gesperrt war, weil das wirkt am Anfang bei Google Maps so, nee, da ist irgendwie ein bisschen Baustelle, ein bisschen Unfall, ich führe dich mal über die Dörfer und ich so, geil, danke Google Maps. Und dann fahre ich so und sehe so aus dem Augenwinkel 2 Kilometer links von mir die Autobahn und denke mir so, da ist niemand. Warum fahre ich hier in dieser 40-Autokolonne? Was für ein Opa? Wir waren wahrscheinlich wirklich im gleichen Pulver. Sehr wahrscheinlich. Hinterm gleichen Opa. Also es war so, ne, gestern geguckt, okay, man braucht so 3,5 Stunden, klar, es war 23 Uhr, aber dann planst du mal mit maximal 3/4 eine bei meinem Fahrstil ein bisschen schneller.
Wir haben 4,5 Stunden hierher gebraucht. Viereinhalb Stunden? Wir sind 5 Stunden unterwegs gewesen. Wow. Ja, ich bin ein bisschen schneller gefahren am Ende. 1,5 Stunden Puffer eingeplant und kam einfach 20 Minuten zu spät. What is it? Ich hab tatsächlich 20 Minuten rausgefahren, aber das ist... Wir sind an so einem Otterweg vorbei. Ich bremse extra slow. So ja, voll gut. Aber der Gurt hat getriggert. Mit F? Oh, ich kann es nicht mehr halten. Nee, ach, so. mach Schoß jetzt. So die haben noch die Kamera da hinten. Wir können auch kurz die hier machen. Ist die smarter? Geil. Weißt du was, du machst die. Ich bin da vor 3 Jahren und ich gehe in den Studiomodus. Und während ich so diese kleine Landstraße lang vor meinem Gehirn, hier warst du schon mal. Wie geht das? Ja, einfach rausziehen tatsächlich und da anmachen. Warte mal, siehst du diesen Storch und denkst mir so, ah, das alles ist dort, ne? Genau, jetzt einfach, du musst gleich diesen Täter-Mode anmachen, dann müsst ihr eigentlich das überfahren. Ich werde es wahrscheinlich sehen, wenn ich nicht so ein elendiger Millennial wäre, der nur auf sein Handy geschaut. Ja, ich mach mal aus, ja, keiner weiß, was geht. Alle 30 Minuten muss ich eine neue Trevor-Noah-Folge anmachen, aber das ist ja zu Hause. Ist das Podcast? So, das guck mal. Podcast. Ah, das ist ein Bild. Sämtliche John Oliver, Trevor Noah. Genau, vielleicht. Ich höre die alle wie Podcast. So, dann hast du die Kamera, wie hast du die Kamera genannt? Wir gehen einfach vorne. So wir gehen eine andere Szene. Szene vorne davon. Podcast hören auch für mich voll entdeckt dieses Jahr. Aber kommt nichts. Alles geht leichter, wenn man jemanden mit Labern zuhört. Putzen, kochen. Vielleicht. Leben. Putzmix heißt die, ja? Genau, und das ist dein Anschluss da rechts am MacBook. Aber genau. Du findest, du machst das. Also sobald ich die Fenster unterhaben kann und so unter 100 fahre. Oder muss die neu... Autobahn, ja. Fenster hoch, Klima an. Ganz neue Quelle anlegen, das kann auch sein. Ach, warum auch immer. Du bist die Person, ja, genau. Die durch die Innenstadt fährt, mit den Fenster unten und alle. Einfach auch rechte Maus ist da drauf. Also, das heißt, du belästigt, das ist coole Musik. Und dann einfach entfernen. Nein. Ich bin der, der die cringy Anime-Themes an der Kreuzung ballert. Oh, das ist schon irgendwo, ja. Ja. Wo ist die Drogendealer-Musik? Okay, das war gut. Ich habe mich gestern Nacht richtig krass geärgert, weil wir jemanden hatten, der an unserer Kreuzung stehen geblieben ist und genauso wie du mit Fenster runter laut Musik gehört hat um 2:30 in der Nacht. Und ich war kurz davor, so richtig die Oma zu machen, mich auf den Balkon zu stellen und sagen, Schnauze da! Sobald ich irgendwo bin, wo Leute sind, mache ich nicht leise, aber ich mache dann metallische Musik aus und mache dann so Tokyo City Pop an und so ein Kram. So Jazz oder so, weißt du, so ein oder wie gesagt, ganz... Furchtbar. Es ist ja, die Anime ist ja toll, aber... Lumix-Treiber, die man neu starten muss. Aber doch nicht die Nachbarn. Ja, aber nicht die Nachbarn. Oder dieser eine Song, der in TikTok auch benutzt wird, dieser... Ich muss was gestehen. Ich habe kein TikTok. Ich auch nicht, aber du brauchst kein TikTok haben, um TikTok zu benutzen. Ich krieg nichts mit von TikTok. Das Einzige, ja, ich gucke keine Reels. Also ich gucke da aus Langeweile durch und das ist ja auch nur wiederholter TikTok. Weil der schon geiler mit der Sitzung. Ich habe nur Pferde-Reels auf meinem Instagram. Das ist ganz, ganz wilde Kombi. Tätowierte Menschen, Twitch-Streamer und Pferde. Vielleicht sollte ich. Das klingt wie was ich machen könnte. Auf Pferde. Vielleicht soll ich der erste tätowierte Pferde-Streamer werden. Ich glaube, das gibt es schon. Sind wir schon da? Oh mein Gott, das war Team Berlin auf jeden Fall. Okay, wen holen wir denn jetzt ab? Lass auch oder klauen wir jetzt ein Auto? Können wir aufs Klo? Du kannst hier hinten nehmen. Was? Wer möchte zum Klo? Da hinten ist eine Baseline, da kannst du rein. Ich dachte, wir fangen jetzt an mit diesen Sind wir schon da? Ja, kannst du machen. Aufs Klo gehen? Also, hey, ist eine Hecke. Feel free. Talent-Taxi. Sag mal, ist deine Dose schon leer? Oder? Und du das. Bitte? Was? Das? Nee. Wir versuchen gerade die vordere Kamera einmal zu fixen, deswegen stehen wir kurz. Wir wissen aber beide nicht, genau, ich habe was falsch geöffnet, wir wissen beide nicht, ob es klappt. Also Maxim hat gesagt, wir machen das jetzt. Was hat sie denn? Die will nicht Habt mehr... Habt ihr sie schon mal gestreichelt? Das haben wir tatsächlich nicht gemacht. Turn it on and off again. Ich habe jetzt gestreichelt und... Hast du eine externe Capture-Karte dran? Nee, leider nicht. Ich habe das hier so ein bisschen Dulli-mäßig aufgezogen, in der Hoffnung, das wird schon alles gehen. Aber ich habe vielleicht ein bisschen zu viel erwartet. Aber es lief ja kurzzeitig, oder? Es lief. Bis Kabel schon mal ein- und ausgesteckt? Bis ich das Kabel raus... Es ist dieses Kabel hier unter anderem Schritt. Geil. Ja, das ist ein ganzes Kabel. Ich werde jetzt nicht so... Pia Nassi, wollt ihr eine Nuss? Eine Nuss? Ich will doch nicht, dass ich die ganze Packung Nüsse jetzt alleine esse, aber ich habe Bock auf ein paar Nüsse. Aber ich mag auch, dass wir hier so real einfach kurz stehen.
Also in dieser großen Kiste. Man soll ja regelmäßig Pausen machen beim Fahren. Trinkpack mit Schokomilch drin. Du bist der positivste Mensch aller Zeiten. Und richtig geil. Irgendwas anderes. Besser dann was aus wieder zu ja, besser irgendwann. Und dann sagen alle, wir wussten es. Das war immer so positiv. Ein bisschen Flanders machen. Wir wussten es immer. Nee, der war immer so nett als Nachbar. Ich bin laktoseintolerant, du wirst mir das nicht geben, solange ich neben dir sitze. Guck mal, das geht doch hier lang. Lecker Schmecker! Das hier ist halt, ich hab Angst vor dem, was hier drin ist. Weil das ist hier. Mach mal da kurz raus. Ja, ich nehme einfach auch einen anderen normalen Salat. Das sind sicher Cornflakes. Bruder, warum sind denn hier Tee? Tee? Hier ist Stullengewürz und Tee drin. Ja, ist doch Tee da. Ja, wie hast du das geöffnet? Ich hab's. Notfalls? Die kommt der nächste Lust in die Kamera da. Nochmal Lumix. Ja, same. Eigenschaften nochmal. Gleiches nochmal. Das macht nämlich keinen Unterschied, wenn ich da jetzt nochmal. Hey Simon, willst du meine Schokomilch haben? Simon, ich gebe dir meine Schokomilch, wenn du mich gewinnen lässt. Ja, willst du mein Basismüsli? Also. Dafür ist die Milch da. Ah! Cherry Tart. Ja, ein Cherry Tart habe ich auch. Ich glaube, wir haben alle. Na, meine Kiste! Ja, dann okay, du weißt Bescheid, ja? Ja, ey, dann aber wie soll man das denn mixen? Wir haben Müsli, aber keine Milch. Hä, du hast doch eine Packung Milch in dem Ding drin. Ich soll da Schokomilch reinmachen. Hä, ja, natürlich! Hast du noch nie Kakao in dein Müsli gemacht? Und was mache ich auf das Brot? Das isst du so. Liebe! Liebe! Nee, hier Marmelade und Liebe! Hast du nicht dieses Stullengewürz in deiner Packung drin? Ich soll mir da einfach Gewürz drauf machen auf das trockene Brot? Da ist Fleur de Sel. Fleur de Sel. Stullengewürz. Stullen. Das klingt das so Stulle. Das klingt richtig furchtbar. Ich hab das Gefühl, mein IQ. Hier hält sich schon die Ohren zu. Ja, nein, ich massiere sie für meine Entspannung. Ich massiere. Aber es ist so unlucky. Ich habe eigentlich, also ich habe in unserem Auto eine GoPro. Wenn ich gewusst hätte, dass die Kamera Probleme macht, ja, das ist wirklich unlucky. Dann hätte ich, weil die kann auch funken. Also um das jetzt noch ein bisschen schlimmer zu machen, ja, damit wir uns alle noch ein bisschen mehr ärgern. Kannst du dich einfach dein, falls jemand eins hat, ein iPhone mit diesem Mac verbinden als externe Kamera? Geht das geht auch. Ja. Ich habe ein iPhone. Das ich geht auch. Oder nee, kannst du nicht einfach dein Handy als OBS, also mit OBS Ninja? Geht. OBS.ninja. Aber die Frage ist, Wille. Wollen wir weiterhin? Also wir machen das so, dass du jetzt drei Bildschirme hin hast, damit das so nach modern aussieht. Alter, wie geil ist das? Wie geil ist das denn? Das ist wie bei das ist ja, ah, die müssen in die, Sitz, cool. in die Sitzdinger rein, oder? Das ist ja nur. Ich kann auch in den Hintergrund. Genau, das ist ja nur Hammer. Okay, das. Nee, wir ändern nichts mehr. Hallo? Sorry. Du hast das durchgespielt. Alter, was ist das? Großartig ist das. Einfach die Zukunft. Das ist einfach dreimal Maxim. Ja, das ich genau wünschte, ich hätte nicht, das. Nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Oh, rot. Rot, wieder rot. Ja, guck mal, die was Verbindung flackert auch. Ich finde das okay so. Ja. Oh, Kogi, Julia hat mir gerade geschrieben. Können wir Julia kurz grüßen? Ja. Julia, hallo. Hallo Julia, wir wollen dich grüßen. Yes. War das alles von ihrem Anliegen? Nur ein Gruß? Nee, gar nichts. Sie hat mir nur geschrieben, dass sie mich gerade sieht. Ach so. Sie grüßen. Sie richtig, auch gerade auf dem Forts. So richtig creepy. Ich sehe dich. Ich sehe, ja, das hat sie auch geschrieben. Ich sehe dich. Nasti, ey, schön, dass wir uns heute mal wieder über den Weg laufen. Ich finde das, oder? Vor allem laufen wir. Lange her. Euch anderen natürlich auch. Wir sehen uns, wir laufen uns auch nicht so oft über den Weg. Sind wir uns schon mal über den Weg gelaufen? Ja, weißt du was, Pia? Da warst du nämlich letztes Jahr bei der Gamevasion. Ganz genau. Und dann sagst du irgendwann, erstmal hast du eine Waffel gekriegt. So, das war Nummer 1. Eine Waffel. Hast du dich an die Waffel erinnern können? Die ja, ich habe mich in meinem letzten Vlog habe ich mich darüber beschwert, dass da keine Waffel war. So, und da hast du vielleicht auch indirekt an mich gedacht, weil die Waffeln waren schon, das muss ich sagen, mit so viel Souveränität, die war schon okay. Die war richtig gut. Siehst du. Die war vor allem insofern mega, mega geil, weil du halt bei der Gamevasion bist du halt so mega im Stress die ganze Zeit. Ja. Und dann läufst du so hin und her. Und plötzlich drückt mir einfach jemand so eine Waffel in die Hand und ich war so, oh mein Gott, wie wunderschön. Mhm. Wow. Ach so, unsere Zuschauer. Und Flashbang. Ich hab den Chat geflashbangt. Ja, das ist nur geil, das Bild. Ja, und dann saß du nämlich mit Kalle irgendwann, das war glaube ich schon Feierabend, saß sie da vor der Haustür und da habe ich noch gesagt, dass ihr alles nette Menschen seid. Und das war das Letzte, was ich euch gesagt habe. Und jetzt sehen wir uns wieder. Das ist ein schöner Abschluss für einen schönen Start heute wieder. Finde ich auch. Das ist großartig. Und du bist so oft in Berlin und wir sehen uns immer nicht.
Wir, immer nicht stimmt auch nicht. Wir haben schon mal scharfe Soße zusammen getrunken. Das war super und Feuer gespuckt danach. Scharfe Soße? Wir haben Bierpong gespielt mit Evil Jared, aber statt mit Bier haben wir scharfe Soße gedingst. Und dann habe ich irgendwann das Maul zu weit aufgemacht und dann musste ich alles trinken. Musst du nur scharfe Soße nur scharfe ja. Soße. Und die musstest du ja trinken? Ja. Das ist ja widerlich. Und dann sind wir aber danach, weil das ja noch nicht genug war, hat Evil Jared gesagt, hey Boys, soll ich euch mal Feuerspucken beibringen? Er hat so gesprochen wie Roy Black. Ja. Und Krogi und ich so, ey, Feuerspucken, geil, was machen? Und dann hat er so selbstgemachte Fackeln mitgebracht, was das Süßeste ever war. Ja, da gibt es eine Moin Moin Folge zu. Korrekt, ja. Und er hat einfach wirklich so Holzstäbe mitgebracht, wo er ein Küchenhandtuch zu Hause geopfert hat, um so Fackeln zu bauen. Also eine echte Fackel, das ist keine Metapher von mir. Einfach ein Holzstab mit einem Stück Textil aber drumherum. Das Absurde war auch, dass hier Handball-Pro Silvio Heinefelder war auch dabei. Deutscher Nationaltorwart. Und im Hintergrund saß seine damalige Partnerin auch noch rum. Das war richtig schön. Weißt du noch, Frodo? Ja, ja. Das war richtig schön. Und der Bananenmann, wo ich vergesse, wie der heißt, Emilio. Ja, genau. Und Sven Kilter Landau. Das sind so wilde Storys, die hier so Feuerspucken daneben einfach so, ja, und da saßen wir da und das und dann haben wir Feuer gespuckt. Das ist auch eine meiner Lieblingsstorys so zu erzählen. Ach hier, krass, an der Stelle habe ich mit Evil Jared mal Feuerspucken gelernt. Ja, was mache ich so? Ist das eine Satzkombination, die so funktioniert? Timberborn alleine zu Hause. Nee, aber das ist schon cool. Wir können cool. uns gerne in Berlin treffen. Timberborn, natürlich Timberborn ist Timberborn ist cool. Einfach. Hätte schlimmere Spiele spielen können. Sehr schön. Krogi und ich haben es hingekriegt und wir haben alle Augenbrauen behalten. Ey, ich würde mir, glaube ich, alles abfackeln. Wir können nachher mit Wasser spucken. Da ist Safari. Wir standen no shit erst mal 10 Minuten da und haben mit Wasser geübt, wie man spuckt. Jetzt ist der. Ach so, Fenster? Geh mal Fenster. Ach, da gibt es so eine richtige Spucktechnik. Du willst ja nicht ins Gesicht kommen. Das auch. Nee, du willst vor allem. Haben wir Soundchat? Das Wasser so ja, oder? Feinfertig. Geil, ja, super. Groß ist. Ja, gut. Das ist alles nicht perfekt. So ein großer Block, der bei der Flüssigkeit plötzlich bumm macht, sondern. Ne, noch 20 Minuten so bis zum Drop. Oh mein Gott, das ist ja auch kein Witz gewesen. Crazy. Nein, nicht so viel. Das ist der Scheiß nicht hier runter. Ja, aber was soll das sein? Kommt das so irgendwie so. Das ja auch nicht. Feuerbar, das ist auch ein Trick. Der geht nur einmal. Tomaten, Zwiebeln, Lauch. Was bitte? Tomaten, Zwiebeln, Lauch. Ach, das Stullengewürz oder was? Naja, ist ja nicht mein Bus. Hey, Gentle, it's a rental. Nein, hey, ich bin auch noch da. Ja. Hallo. 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 Ja, dann lässt du die Stullengewürz servieren. Ja, nachher muss ich das wieder abschlecken. Ablecken den ganzen Sitz. Platz, oder sind wir jetzt tatsächlich? Ja von ihm abschlecken. Also wir sind alle recht mal. Das kannst du machen. Du hast die Kamera. Du sitzt auch zu rechts eigentlich. Ne? Eine echte Stulle besser. Ja, was hast du? Kannst du das mal? Das ist ein bisschen pervers, aber ein bisschen geil, was ihr da macht. Ich finde das total nett. Wie heißt das Knäckebrot? Riecht man ja über einen Meter. Bei mir fällt es. Ich hab das Auto bei mir im Auto angeschnallt. Warte, ich mach's. Oh, meins muss im Kofferraum mitfahren. Ich hab ihn Mr. Crawley genannt. Weil Mr. Crawley? Weil er so heiß ist. Mr. Crawley! Weil er halt so heiß. Das ihr habt auch alle das Geländewagen-Dings am Unterricht. Ist das mit Absicht so, dass es nicht gelingt, weil das vielleicht da liegen drin? Bei dir war ein Fahrrad drin? Ja, bei mir sind zwei Fahrräder drin. Ich hab schon einen Teil von meinem Auto verloren. Ja. So Leute, es ist richtig schön mit euch. Da oben aus der Verkleidung die Antenne raus und dann da so eine Art Plastikrohr drin. Das ist ein sehr schmaler Strohhalm, den man also über die Antenne bekommen kann, so als Stabilisierungsdings oder was. Aber den könnte man halt nirgendwo befestigen. Ich dachte mir, ja, der bleibt ja schräg. Du musst dass du wieder neutral bist. Coole Fuchs gemacht und irgendwann ist mir aufgefallen. Aber beim Einfallen darfst du nicht atmen, weil sonst fliegst du wirklich übel. Was übrigens meins hat, das ist bei deinem auch, dass der Rückwärtsgang erst beim zweiten Mal drücken gemacht wird. Nee, du hast nämlich ein anderes Auto als ich. Was ist los, Nasti? Mein Übungswagen, ja. Der Rückwärtsgang geht immer erst nach dem zweiten Mal drücken. Also du kannst nicht vorwärts fahren und dann sagen, okay, jetzt will ich rückwärts fahren, sondern du sagst vorwärts, rückwärts, okay. Jetzt rückwärts. Ja. Ich glaube, das ist aber so gewollt. Das ist der Racer, aber bei dem anderen ist das nicht so, das bei dem voll. Crawley. Nicht, dass du einmal so, ist weißt das du? TÜV-approved? Wenn ja, dann ist es GTÜ-approved, oder? GTÜ, ja, GTÜ natürlich. Wie ist denn das Brot mit dem Gewürz? Ja. Sehr gut. Ja? Ja, du hast es zu sehen. Es ist ja trockenes Brot mit da Gewürz. Das ist pervers, oder? Aha. Zeig mal. Das ist actually genius. Wollt ihr auch mal? Ah, nee, könnt ihr nicht. Doch, könnt ihr. Mit meiner Tüte. Ihr habt auch eine Tüte. Wie das aussieht. Guck mal hier. Da drinnen lagert sich das Gewürz von der Suppe. In den Löchern, das ist ja sausmart. Ja, ich weiß. Auf jeden Fall noch ein das sind wie ganz kleine Suppen. Haben wir noch ein offenes Gewürz dabei? Hier. Danke. Nee, ich muss erstmal mein Getränk trinken. Okay. Hashtag 420, offenes Gewürz. Ich hab nichts. Oh, ja. Sind offene Gewürze denn erlaubt in Autos? Ist das nicht Open Container Law? Nein, das ist okay. Die dürfen nur nicht ab. Wie nennt man das denn? Das Gewürz nur nicht verkaufen. Das nicht verkaufen? Was? Ich hab mich auch und die dürfen sich nicht mit der Luft mischen, dass so ein Gas entsteht. So ein Knallgas, das ist wichtig. Das ungefähr, und ich mir hinten Bier aufmache. Aber eine Tüte Stunden wir beide hier dabei sieht. Nein, du kannst ja hinten Bier aufmachen. Ich kann nein, in, ja, aber in manchen amerikanischen Staaten darfst du das nicht. Ja, es gibt ein sogenanntes Open Container Law, wo. Reden wir noch über Gewürz?
Ne, wegen ja, Open Gewürzen. Wir sind gerade im amerikanischen Teil von Hamburg. Also. Ja, aber in Hamburg. Besetzte Teil. Ja. Ja. Zeit, dass warum ich meinen Cowboy-Hut nicht mitgebracht? Aber die haben so krasse Häuser hier. Oder? Hier ist was schön. Machen die? Wie viele Organe verkauft man, damit man anderer, so ein ja. Haus hat? Anderer ja, Menschen. Organe anderer Menschen. Ja. 20, 25 Jahren gekauft. Also. Ja, ne? Total. Damals hast du die noch gekriegt für eine Niere. So Backsteine sind voll im Meter hier. Für die das Idee stimmt. Von einer Niere. Aber wir fahren auch sehr weit raus, muss ich euch sagen. Das ist noch weit. Mhm. Und aber dann, ja? Ich muss mal fragen, ist es nicht an derselben Ecke, wo es letztes Mal war? Das ist absolut richtig. Das ist absolut richtig. Weil ach, das war ja nicht? Weiter draußen. Ja, genau. Das ja, war richtig weit. Jetzt nur aber so halb weit draußen. Das ist ja irgendwie wieder 40 Minuten oder so. Ne? Ja, jetzt ja. Nur noch 15. Ja, okay. Ja, das ja kann man ja laufen. Jetzt. Ich kann dir vor nicht trauen. Aber ich stehe da. Doch, du kannst dir ich kann dir vor allem nicht trauen. Du weißt schon die letzte Sache. Ich meine, die Pausen. Ne? Du weißt schon, dass du das letztes Mal war. Ich kann dir nicht mehr trauen. Geht sehr gut. Gut, das ist mein zweiter Energy-Drink, dann kann ich heute wieder nicht schlafen. Hey Leute, ich hoffe, ihr fühlt euch safe hier. Nee, safe auf jeden Fall. Mir ist schlecht. Ich fahre so entspannt, wie es nur geht. Ja? Und Autofahren. Sehr gemütlich. So, jetzt machen wir ist wirklich geil. Also das nehme ich auch sehr ernst mit der Sicherheit. Auch wenn ich sonst immer Spaß mache. Krogi, könnt ihr die Decke von der Karre auch noch mit Plüsch ausdingsen? Ja. Wir haben uns einmal einen Tourbus gemietet, wo die Decke so lila Flocati-Teppich hatte. Okay. Aber nur die Decke. Ja, das war der Shit, Alter. Alter, wie awkward. Einfach nur die Decke. Ja, total. Ich komme auf die Idee, nur die Decke flauschig zu machen. Aber der war auch niedrig. Das heißt, du hast dich so nach oben gestreckt und hast halt so, als ob da oben so ein Tier wäre, was du so entspannt streichelst. Ja, nee, finde ich nicht gut. Ein Pferd, aber haariger. Das finde ich nicht gut. Hast du voll coole Auto, waren in kann ich gar nicht relate. Ja, aber man will doch nicht in einem Tier sitzen. Auto nee, natürlich nicht. Es ist an der Decke und Schild. Ah, den Füßen direkt. Ja, der, wenn du oben so flauschst. Ich bin dann da kommt die Feuerwehr, wenn ich mit Donnerstag hatte ich den. Ich mag die Formel. Wenn dein Auto sich flippt. An der Decke. Ich weiß exakt, ich nicht, dass du in der Küche safe rausbekommst, ohne sie zu töten. Immer von Panik zu. Oder meinst du, ja, lass sie, also wenn es geht, mach die mal nicht tot, weil du wirklich die Mütter. Ich kann von mir aus kann ich da rumchillen, die wird schon nicht mit meinem Mund riechen. Und ich lieg dann so auf dem Bett. Maxi, was machst du denn dann noch? Ich guck nur noch panisch aufs Internet, Leute. Du machst die Lande dann einfach so 10 cm von meiner Hand. Aber insgesamt, groß und ganz geht's, oder? So, Bro, sorry, aber du kommst jetzt ins Glas. Ob sie mal... Alter, ich könnte... Ja, weiß ich nicht, soll ich anhalten? Aber da geht ja eh keiner raus vom Chat, die wollen ja alle da bleiben. Ich habe eine richtig unangenehm ausgesprägte Spinnenphobie, das ist super das schön. Das Maxi immer ich Spinnen, wollte. Spinnen, mach das super, ich hatte Spinnenphobie. Ja, bitte, so, ich finde Spinnen super schön und super fasziniert. Im Fuß kriegt man gerade nicht, weil Schuh. Aber ah, lass das nicht schon weird, okay. Ne? Aber ich habe. Ja, das also mache ich dann. Andere, mit anderen meint Simon, ich das alleine. Das sind alles andere. Das Auto gehört anderen Menschen. Nein, Alter. Aber ich muss versuchen, auch wirklich dagegen vorzugehen. Also, meine Psychologin hat mir zum Beispiel geraten, so Spiele zu spielen, wo es Spinnen gibt, damit du damit konfrontiert wirst, dann merkst du, es passiert nichts so. Du kannst ja alles haben. Ja, Grounded zum Beispiel oder Colin. Ich habe mir gleich den Stream aus und alles läuft. Das ist kein Problem. Die Spinnen zugegangen bin. Muss einfach mal ein bisschen entspannt sein. Aber ich finde ja Grounded schon ohne Spinnen. Die sind ja manchmal so richtiger. Ich freue mich aber auf den Abend, muss ich sagen. Ich habe echt Bock. Und wenn es da gleich einigermaßen repariert ist, wird es auch geil. Aber ich glaube, das soll es sein. Das war schon echt eine ordentliche Herausforderung. Es soll nicht so super heiß sein. Es gab ja schon Bilder. Aber die schlimmsten Spinnen finde ich halt immer noch Conan Exiles. Schon gesehen, die Strecken sind weil du bist in so einer Wüste und da es hast soll du noch krasser sein, so eine riesige schwarze Spinne. Und du siehst die schon aus der Entfernung und denkst dir, und desto näher darauf zuläuft, desto mehr merkst du, wie gigantisch dieses Vieh ist und wie weit weg es eigentlich war. Keine Ahnung. Dass da große Unterschiede waren tatsächlich. Warte, ich mal drauf. Bei der Präparation der Autos? Letztes Mal, oder wie? Ja, weil wir durften die ja quasi so ein bisschen schmücken. Ja, Cape gehört uns da schön. Da gab es Sachen, die geholfen haben. Das Winner Cape, das super Auto. Ach, seid ihr alle schon erfahren, was Fahrway angeht? Ja, wir haben es ja schon einmal gemacht, ja. Einmal sind wir schon Fahrway. Aber es sind diesmal andere Autos. Und es waren auch nicht alle Teilnehmer. Wir machen einfach ein neues Team, wenn das Team Noobs. Nein, ich will gewinnen. Deswegen bin ich mit Maxim in einem Team. Team Win-Win. Correct. Team Win-Win. How to win. Das werde ich dir dann nachher eventuell unter die Nase reiben. Nee, also ich muss ehrlich sagen, ich habe mittlerweile sehr viel Vertrauen, was das angeht. Sehr gut. Weil ich war ja mit Maxim auch bei den Bonjour Jugendspielen. Ja. Und ich wünschte im Rückblickenden. Wer ist beim anderen Team?
Aber ich wünschte einfach, ich hätte die ganzen bösen Sprüche nicht mitbekommen und dann verloren. Ja, das ist schlimm. Oh, erzähl. Was war da? Insta-Loot. Ja, ich war ja nicht mit Maxim in einem Team. Ach so, ja, nee, dann verliert man natürlich, gut. Ja klar. So. Du hast gedisst oder was? Auch? Nein, ich disse nie. Ich disse nur, wenn ich genau weiß, 100% win. 100% win. Ja? Ihr Noobs. Ihr Kacklappen, ey. Richtig geil. Ja. Maxim bleibt so vor der Ziellinie kurz stehen, droppt noch 16 Bars und fährt dann. Ja, dann weißt du, aber ist smart, weil Leute sagen dann, ja, ist ein bisschen Arsch gewesen, aber er kann sich's erlauben. Ja, das ist ja genau dieser angenehme Arschigkeitsgrad. Angenehm? Ist das so, ja? Ja, du bleibst bis zu einer bestimmten angenehm und wenn du verlierst, sagst du, ey, ihr seid übel geil. Ja, das ist das Wichtigste. GGs yes. Und so. GGs, ihr seid nur neidisch. Oh, das wird schon wirklich überall. Jo, Eiko, danke für deinen Prime-Sub übrigens. Könntest du gehen raus? Foto? Ehre. Ehre. Paulster ist bei dir der Sub-Leader? Paulster Subleader? Weiß ich nicht. Geil, ja. Ich fahr Auto, ich kann hier nichts machen. Das ich freue mich, du doch wissen, wer bei den ich freu mich doch, dass alle da sind, aber die Sicherheit. Ich fahre Auto, ich kann hier nichts machen. Du weißt nicht, wer die meisten Gift-Subs bei dir hat. Mann, die Sicherheit von euch liegt mir am Herzen. Nicht jetzt gerade des Chats. Aber Subs. Aber Geld. Blinkt es denn nicht bei dir im Hirn? Subs sind nicht hier. Aber verkauf die Seele. Aber verkauf bitte die Seele. Verkauf die Seele für Subs. Ich mach's aber erst. Du kannst ja von den Subs ja dann die notwendigen lebenswichtigen Operationen nein, das, weisen. Ach nee, wir wohnen in Deutschland. Dann verkaufe ich erst die Seele, wenn ich euch abgeliefert habe. Dann habe ich so eine halbschwere Seele. Das ist schon okay. Ja, aber du kommst auch mit rein. Was ist denn? Nee, ich mache eine zweite Tour gleich noch. Was? Ja, ich hole gleich noch hier Sophia ab. Die moderiert den Bums heute Abend. Und Nils, glaube ich, kommt auch noch mit. Michael Reinke muss ich noch mitbringen. Welche Gruppe hast du lieber? Also, da muss ich gar nicht überlegen, ja. Denn die anderen hören hoffentlich nicht zu. Ihr seid die beste Gruppe. Ruf Sophia nochmal an. Die ich mir jemals hätte wünschen können. Und natürlich auch des gesamten Tages, wenn nicht sogar des Jahres. Also diese Gruppe hat eigentlich mein Leben weitreichend verändert, jetzt schon. Dankeschön, dass ihr da seid. Dankeschön. Danke. Ich fühle mich sehr beteiligt daran, hier hinten still sitzen mit euren Kommentaren. Aber ehrlich muss ich sagen, es macht mir wirklich Spaß. Mir macht auch Autofahren mit Leuten Spaß. Ich finde das wirklich schön. Ist wirklich aber geil, Autofahren oder? Macht ja. Echt Spaß. Also ja. Wirklich. Danke, dass du es aussagst. Wirklich, das ist. Ich habe eben irgendwer von euch morgen nach Berlin. Ich suche noch jemanden, der mich begleitet, damit mir nicht so langweilig ist. Ja, ja. Ja, morgen ist. Hallo, im Chat, irgendwer, der morgen nach Berlin. Alle gleich sagen, ja. Also, ja, morgen. Also Autofahren ist gar nicht so geil. Ich hasse eigentlich Auto. Aber ich hasse auch noch Auto da, ne? Das jetzt, wo ich in Berlin Platz gehabt habe. So ja, ich hätte auch Platz für euch gehabt. Jekyll, Mr. Hyde bei mir wieder am Start. Was heißt das bitte? Dass ich sehr aggressiv werde. Weil es war so halb ja. Also ich habe das geschrieben, so wie immer, wenn ich aus Berlin komme, wenn irgendwer gepostet, zum Beispiel, ich bin mit Nafti Quatsch. Aber so richtig von tiefsten Innern, ja? Dass du richtig sauer bist. Ja, ich bin einfach wenn Leute. Wenn Leute, also auch wie vorhin dieses, wenn die sehr langsam fahren. Ja. Breites Auto, da passt genug rein. So, wo ich mich frage, warum? Da kann man auch ich glaube, das macht die Straße nass. Ja, weil das macht die Streetlight. Das ist die innere Hektik. Ich über die Kamera hier aufgeschleichtet ist, aber auch nochmal, wenn er gleich. Ja, das stimmt. Chat, es tut mir leid, wahrscheinlich kriegt ihr gar nichts richtig mit. Kalle ist doch, noch in der ja? Magic wir sind hier, also das ist ja der Ausschlag. Ah, ja, gut. Leute, ihr könnt mal so eine 1 schreiben, wenn der Ton gut ist. Und eine Alternative gibt es nicht. Und mehr. Nee, in der bin ich nicht. Also, strukturierter reden können wir halt nicht. Ja, wir können noch mehr durcheinander reden, das ist okay. Das kriegen wir. Das kriegen wir, aber strukturierter geht nicht. Also, am besten Saxophon. Stimmt, Autoradio ist tatsächlich ja gefährlich. Fenster runterlassen und so über das Fenster. Komm, das ist hier ein Todesstrike. So, lauter Einsen. Seht ihr doch. Geht gut. Ja, und jetzt noch mal ein paar Herzen an Maxim, weil er macht einen guten Job hier. Sowohl an der Kamera als auch am Face. Ich spanne auch meine Waden an, damit der Laptop besonders hoch ist. Das müssen wir erstmal richtig featuren. Maxim, wo ist die Wadencam? Wo ist die Wadencam? Schon jetzt ein paar Herzen ballern. Also eigentlich alle jetzt mal so viel Herzen, wie es geht. Ich mach da mal den Bildschirm drauf. Es ist wirklich extrem dreckig. Oh, ne? Das ist eine Öfi. Ja. Sassikrün, du kriegst am Ende eine Rechnung von Maxi. Ja, wirklich. Laptop-Reinigung. So, wie geht's in deinem Knie? Nur geil. Nein, Maxim ist ein korrekter Typ. Das wird schon alles laufen. Gesagt, so eine Hand wäscht die andere. Nächstes gibt es wieder hier schön Naturalien in Form von Waffeln und Gewürzen. Das wird alles laufen. Das ist immer nicht wirklich lecker. Salz ist ja so anstrengend, dass es fuck so. Ja, Salz ist Hammer. Ist jetzt nicht roh vor allen Dingen. Ich hätte schon Bock. Komm, du hast auch Bock. Mach das nicht. Doch. Da ist Salz nicht roh. Fühlst du das?
Dein Salz niemals rosa. Hier Leute, das war's übrigens. Voll zittrig. Es steht wirklich Stullenspeis. Es war tatsächlich ganz lecker, oder? Es war wirklich lecker. Es macht nur mehr Hunger. Es ist nicht so, als ob man da. Ich meine, hier ist auch Bohnenkraut drin. Das geht ganz gut. Deswegen, da ist die Connection. Deswegen. Ich wusste doch, irgendwo. Irgendwo war da was. Ja, aber wenn du nur weit genug suchst, irgendwo ist immer irgendwas mit Bohnen. Und das Geld ist auch, kann Spuren von genauso vielen Sachen enthalten, wie eigentlich Sachen sind. Finde ich gut. Würde ich eine weite Fahrt dahin. Spuren von Transportband. Ja, das ist wirklich so. Ja, von Fingernägeln. Ey, ich hoffe so sehr, dass wir richtig fahren, so, aber es wird schon passen. Sieht doch gut aus. Ja, ich weiß, also ich meine, dass alles passt, was in diesem Navigationsgerät drin ist. Aber es wird schon. Sind wir noch in Hamburg? Ja, wir sind noch in Hamburg. Kennst du das hier alles oder ist es für dich? Ich war da auch noch nie. Also schauen wir mal. Aber beim letzten Mal sind wir ja auch 10.000 Kilometer raus. Also es ist auch wirklich jetzt woanders, aber wird schon passen. Ey, wir haben uns. Ich habe dann vor allen Dingen, ich habe letztes Jahr nach dem Far-Away-Event, habe ich genauso etwas auch in Leipzig gesucht, weil ich mit den Kindern dann quasi anschauen wollte. Das gibt's nicht. Nein? Also war das schon unique von den Bossen? Da gibt es so kleine RC-Clubs und so weiter. Da ist halt irgendeine Strecke, muss seinen eigenen Bums mitbringen. Aber so wie es da war, wo du halt da hingehen kannst und dann gibst du den 5 oder was das war, zum Ausleihen und da kannst du sofort fahren. Ja, das haben die auch super gemacht. Also, ja, deswegen haben wir richtig mit Herzen. Ich glaube, diesmal ist die Halle tatsächlich trocken. Das heißt, es kann nicht reinregnen. Ah, stimmt. Das war richtig krass. Das ist ein großer Vorteil. Weil, hätte es letztes Mal wirklich geregnet während der Produktion, hätte niemand was verstanden. Weil es ja dieses Glasdach war. Ja. Es hat ja geregnet. Und zwar übel krass. Und das haben wir pausiert. Kurz vor der Sendung. Ja, genau, kurz vor der Sendung. So war es. Ja, ich warte mal kurz. Das ist irgendwie sehr eng da vorne. Und dann regnete es ja tatsächlich auch in die Gänge. Also auch richtig Schwein gehabt, dass da die Technik nicht stand. Wobei es ja geil, wenn noch zu dem Autofahren noch Aquaplaning dazu kommt. Ich habe aber so bei den ganz kleinen Autos erlaubt. Also und Nebel. Und Nebel. Aquaplaning und Nebel. Und dann so kleine Hirsche. Ich weiß nicht, wie das bei euch war als Jugendliche, aber bei uns auf der Kirmes im Dorf, da haben die wirklich beim Autoscooter extra Nebel und Wasser auf die Fahrbahn gemacht. Also es war wirklich richtig radical. Richtig radical Autoscooter. Das war immer richtig geil. Vielleicht kann das Chat das nachvollziehen, vielleicht kennt ihr das auch, aber bei dir anscheinend nicht. Also wir haben ein bisschen Autoscooter rumgetüdelt, aber da wurden keine Special-Effekte gemacht. Und die meisten davon waren tatsächlich auch im Arsch. Also die Räder, du hast ja da unten nur ein Rad irgendwie dran. Ja, genau. Das heißt, die Steuerung hast du als Kind auch überhaupt nicht verstanden. Du warst ja mit dir selber überhaupt nicht im Reinen. Und dann wurdest du von irgendjemandem, der halbwegs konnte, nur angebimst. Ja, Terror. So war es auch. Plus Wasser, plus Nebel. Das war wirklich Hammer. Also Chat, ich hoffe, du hast den Blick. Irgendjemand kann das bestimmt bestätigen, dass das bei Nebel, ja, Wasser, nein. Bei ihrem Dorf auch so war. Ja, also Wasser, das ist wirklich, wirklich shitty. Burger mit zwei Patties vor uns oder sind das Röstzwiebeln? Seid ihr, hier sind über Kurven. Also da ist erstmal eine Tonne Mayo tatsächlich. Nee, das sind da unten ist ein Chicken Patty und dann ist Käse und da sind Röstzwiebeln. Was ist das? Ach, das oben? Röstzwiebeln. Hast du Röst oder Röstzwiebeln gesagt? Röst. Warum sagt man Röst, wenn das auf einem Rost geröstet wird? Also, weil es geröstet wird. Ja, aber das ist dumm, ich verstehe das nicht, macht keinen Sinn. Das ist ein Verb, was man versteht. Wir können uns nicht über die amerikanischen Sprachen lustig machen. Röst mies heißt, ja? Und bei uns heißt es Röst und Rost. Das ist nicht okay. Röstbratwurst? Was ist die Mehrzahl von Mus? Oh. Muse. Muses. Nein, ist doch nicht. Muses. Muses. Musiten. Muses. Museen. Museen. Musen. Ich weiß nicht. Ich glaube auch Mus. Ich glaube auch Mus, oder? Mus. Ich glaube, Mus ist schon Mus, Plural, Mus. Leute. Klärt uns auf. Ihr seid ja Wikipedia. Zwei Mus-Tee. Zwei Mus. Ich hätte gern drei Apfelmus. Ja. Mus? Die Frage ist komplett dumm. Moses. Was? Warum sind die Apfelmus? Zwei Apfelmus, du hast vollkommen recht. Zwei Apfelmuse. Ja. Wir reden von dem englischen Elch. Tier. Ach so, vom Elch. Das sind zwei Elche. Ich bin komplett dumm. Ich bin komplett dumm. Das ist wie Milch, das kann man nicht zählen. Es ist doch egal jetzt. Ich zwei bin dumm. Apfelmus. Simon, spiel Saxophon. Apfelmus und zwei Personen aufgeteilt. Zwei Portionen Apfelmus. Der Paarhufer, Mann. Ein Paarhufer oder zwei Paarhufer? Zwei Apfelpaarhufer oder drei? Ein Paarhufer. Ja, wirklich. Apfelpuffern. Apfelpuffern. Ganz schön Hunger. Oh, so einen schönen Kartoffelpuffer jetzt. Ey, ein bisschen Hunger kriege ich auch. So, ja, Bowls gehen. Ich will einfach nur mal fressen die ganze Zeit. Ich bin, glaube ich, überhaupt nicht im Zeitplan, Leute. Als Busfahrer sollte ich jetzt beunruhigt sein, aber ich bin glücklich. Was soll ich tun? So, wir sind übel gut im Plan. Ja, ihr. Ja, er muss ja nochmal anrauben. Ich muss gleich jetzt nochmal. Ja, aber das ist trotzdem noch. Aber das Wichtigste ist, guck mal, es ist 16 Uhr erst. Ich fahre jetzt zum Hauptbahnhof und dann zum Globus. Das hat doch jetzt nur 10 Minuten gedauert. Ich ist korrekt. Gehen wir einfach super flott. Ohne Pausen. Das war doch fest. Bitte was? Was denn? Ein Hoch auf unser Busfahrer. Ich habe einfach in deiner Story erwähnt. Voll nett von dir, danke. Ja, aber es geht doch. Ja?
Fandst du es wirklich nett? Das ist geil, wenn man Leuten das Gefühl gibt. Ich sag auch immer selber, wenn mir einer Gesundheit wünscht, aber so einem richtig pissigen Ton. Dankeschön. Okay. Nee, einfach so, selber. Mich selber. Und dann so, hä? Mich stresst sowas extrem. Ich bin so ultra hypersensibel auf so Stimmlagen und so weiter. Und ich bin, wenn jemand richtig pissig antwortet, dann bin ich mega verunsichert und bin so, oh mein Gott, da werde ich heute Spaß mit. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Ja, ich verstehe das komplett. Mich wochenlang. Ich werde dir heute immer wieder was gucken. Pia und ich sind die Empathischen hier, auf jeden Fall. So ist es. Richtig pissig. Wir haben die Antennen, Pia, ohne Witz. Frodo, du Arschloch. Weißt du, ich habe mich eigentlich so gefreut, heute zu sehen und jetzt überlege ich mir das nochmal. Ja, eigentlich. Mich oder Krogi? Dich! Hä? Ja. Nein, Frodo, also, nimm mal dein Stullengewürz. Nur noch mein Stullengewürz! Und dann Stullenspeis. So, hier muss es irgendwo sein. Hier rechts, glaube ich. Ist es hier rechts? Die Halle ist es. Hier. Aber es ist nur eine Tür offen. Wareneingang. Wir sind Ware, oder? Wir sind Ware. Wir sehen jetzt Michael Krogmann, wie er eine Rechtskurve fährt. Alter, super gut. Das ist eine krasse Rechtskurve. Ich wäre nochmal rückwärts gefahren. Auf der Rückbank sitzen. Und wir sind in der Bus. Wir sind tot, Tom. Wir sind genau richtig. Nein, wir leben noch. Könnt ihr klippen? 20 Uhr. Könnt ihr klippen? Geil. Das ist Timo Bornheim. Hallo. Und da ist Werner, auch ein guter Freund von mir. So. Jetzt überfahr die nicht. Aber jetzt aber Handbremse von Eddie. So. Ja, ey, das war Tour Nummer 1. Das war toll. Hammer. We did it. We did it. Survived. Das hat echt Spaß gemacht. Dankeschön. Ja, ihr macht mir Spaß. Ging klar, oder? Ich find's super gut. Ich war jetzt nicht so schlimm. Nicht mal, wenn ich selbst fahre. Simon, lass deinen Müll ruhig da. Oh, aber es ist aber wirklich viel. Oh. Ja, ah, nee, dann nimm. Okay, ich hab meine Dose in deine Tür gepackt. Kannst du mir die geben? Oder lass die drin, die 25 Cent gebe ich dir. Also. Nein, hier, bitte. Nimmst du die mit? Ja. Ihr seid Hammer. Krogi, 25 Cent. Tschüss. Seid lieb zu Krogi. Wir sehen uns dann gleich, Leute. Ihr seid nice. Jetzt kannst du die Kamera wieder umstellen. Ja. Du Lustmolch. Mann, geht dir noch mit. Es ist mir sehr unangenehm. Aber geht dir noch einen Kofferraum? Ja, ne? Yeah. Ja. Ich muss nicht da drin, aber du musst, glaube ich, zum Kofferraum, oder? Ich habe so viele Tüten, die ich mir jetzt hier um meinen Körper schneiden muss. Help! Zu viele Säcke! Was ist denn hier passiert? Scheiße! Ich weiß nicht. Ich habe zu viele Säcke! Ist das deins? Das große ist. Nee, meins ist in der Box. Das ist. Hier, das Ding fehlt von mir. Hey, das ist der Box. Das ist ja großartig. Schön. Der Platz vorne? Ich muss. Weg gehe ich nach hinten, ne? Wenn wir hier den Gast haben. Ey, musst du wissen, der Platz vorne muss auf jeden Fall auch Chat bedienen. Das kann auch Jerry machen. Ja, dann setzen wir nach hinten. Ist ja auch, kann ich auch was sagen. Jerry gibt's Beste, ja, super gut. Also, Jerry, kannst du hier das auf den Schoß nehmen? Komm mal rein. Also, kannst du auf den Schoß nehmen einfach, ne? Auf den Schoß? Perfekt. Und dann musst du dich noch. Ich check mal das Kabel. So, Leute. Wo haben wir denn das Bild? So, das ist das Bild, genau, das ist die Kamera, da drin. Also, kannst du dich mal zeigen? Da ist der Jerry Hi. Von der GTÜ, mein Teammate heute. Richtig ja. Geil, ich mach das mal raus. Habe ich hier ein Mikrofon eigentlich, kann ich was sagen? Ja klar, kannst du was sagen, hier. Da rein. Kannst du in die Mitte kommen. Okay, komm, ich habe extra den Johnny hier rausgenommen. Was sind das hier für Johnnys in der Tüte? Ja, Johnnys in der Tüte. Ja, Jerry kriegt eins, aber ja gut, er kennt die Scheiße wahrscheinlich schon, ist ja klar. Ja, ich habe vorhin schon mal gespiegelt im Stream hier. Aber du, Micha, brauchst du was. Dann nehme ich den Chat nämlich, pass auf, da kommt der Chat nämlich. Warte, das war falsch, sorry Leute. Da kommt nämlich hier hin. Also, guck mal, jetzt hast du eine Kamera hinter dir. Du kannst immer ja, noch ich sehe es, ja. Du siehst es also, ja? Aber gibt es da noch mehr Kameras oder bin ich jetzt hier? Ah, nee, da bin ich auch noch mal ja, im Rückspiegel. Ja, ach, wie geil, dass du das denn gemacht hast. Ja, in den Köpfen. Also quasi, wenn du deinen Kopf jetzt ein bisschen zur Seite machst, da war ja eben noch der, da muss der eigentlich weg. Ja, aber ich muss mich ja anschnallen, ne? Sonst ja, da muss der eigentlich weg, richtig. Weil das macht keinen Sinn mehr. So, da kommt dann so. Ja, ist doch geil. So, und hier hast du den Live-Chat. So, und dann kannst du sehen, erstmal die Frage. Chat, wenn ich jetzt Jerry frage, wie es ihm geht, dann antwortet er und dann müsst du mal sagen, ob ihr es hört. Jerry, wie geht's dir? Wunderbar, ich freue mich hier zu sein. Das Feedback jetzt erstmal wollen wir abwarten, ob das alles okay ist. Da so viel Zeit muss sein. Ja. Und dann frage ich natürlich, ob ich Micha auch höre. Micha, wie geht's dir? Ja, moin, mir geht's gut. Ich wurde gerade schon fast von den Tauben zerpickt da draußen. Von den Tauben? Ja, die Tauben am Bahnhof sind die aggressivsten Tauben der Welt. Ja? Ja, die sind ganz schlimm. Vor allem, wenn man noch. Ich habe gerade noch einen Döner gegessen. Au, geil. Guter Und dann Döner. Werden die richtig wild. Ich so sagen. Wir holen jetzt noch Sophia ab. Warte, das muss ich erstmal einhacken. Und zwar, Sophia steht beim. Mein Freund, ich bitte dich, wir machen hier einen Livestream mit 1700 Leuten. Der wollte mit sein, der hat, wie viele Gäste hat der drin? Drei. Was, wer hat Gäste?
Der Taxifahrer hat gehupt, zu Recht natürlich, aber er hat ja nur 3 Gäste, wir haben 1700 drin. Ich wollte sagen, wir sind wichtig, wir fahren zu einer Show, ne? Wir sind Stars. Ja eben, der fährt nur sonst wohin. Jerry, hier ist ein Saxophon, falls du Saxophon spielen willst. ansonsten immer an mich. Ich muss einmal kurz das eingeben, Sekunde, und dann erkläre ich dir alles kurz im Stream, was abgeht. Barmbek, da ist es, weil da steht Sophia. Dönertauben. Jetzt muss ich hier rückwärts raus, ne? Das haben sie hier geändert, sonst konnte man da immer durchfahren. Das ist ja richtig schäbig. Mit dem Auto hier rückwärts raus, naja, kann was werden. Okay, ich erzähle euch Dinge, nachdem ich rausgefahren bin, ja? Jerry, nimm ruhig bei dir auf den Schoß, ist kein Problem. Dann das sehen Kabel die Leute. Ist irgendwie ein bisschen, Kabel. Ja? Achso, sorry. Ich möchte ja nicht das Kabel kriegen. Nee, das ist absolut richtig, aber das kriegen wir auch hin. So, jetzt ist dann noch angenehmer. Du kümmerst dich um den Chat, Jerry. Du machst das gleich. Aber ich muss einmal kurz hier rückwärts rausfahren. Ey Leute, denn Jerry kennt ihr eigentlich schon, beziehungsweise könntet ihr kennen. Wir haben ja letztes Jahr schon mal eine Far-Away-Sendung gemacht. Und da war Jerry sozusagen mein Spezialist an meiner Seite, der mir Dinge erzählt hat über Autos. Was man bei so einer HU oder bei einer AU machen muss. Das stimmt nicht ganz, so detailliert war es nicht. Aber wir haben uns die kaputten, ferngesteuerten Autos angeschaut. Stimmt, Jerry? Ja. So, genau, ja. Und heute werden wir dafür sorgen, dass unsere heil bleiben und die unserer Gegner natürlich genau auch heil bleiben. Wir dürfen nämlich heute mitmachen. Leute, wir dürfen heute selber mitmachen. Jerry und ich machen heute das Team GTÜ. Und weil Jerry denkt sich wahrscheinlich, ja geil, mit Krogmann macht's Bock. Und ich denke mir so, naja, mit dem Geldgeber ein Team haben, ne? Das kann nicht schlecht sein. Das kann nicht schlecht sein. Außerdem bist du ja auch privat so ein AC-Fuchs, ne? Ich bin AC-Fuchs und ich habe auch Bock auf Autos. Wirklich. Und ich habe eben schon im Stream gesagt, Jerry, ne, wenn's im November bin ich wieder dran mit HU und so, da komme ich vorbei. Wir regeln das. Auf jeden Fall, ja. Wo muss ich hinkommen? Ja, GTÜ.de. Ich will das bei dir. Ich will das mit dir machen. Dann kommst du einmal. Kommst du nach Stuttgart? Dann kommst du einmal aus deinem Büro raus. Und dann guckst du dir das an. Ich kann doch nicht drüber fahren jetzt, oder? Das Navi meint, ich soll gerade aus rüberfahren. Ich kann jetzt nicht darüber aus rüber. Oder Sport nicht. Ich meine, ich mach das. Ja, nach dem. Smart. Aber ist schon richtig krass vom Navi. So, Micha, wie geht's dir? Ja, ganz gut. Ey. Ganz schön heiß in der Bahn. Die Leute waren richtig, wie sagt man, wenn man den Gestank so verbindet in so einer kleinen Zelle, weißt du, das ist so... Geil, die waren so geil. Ein spezieller Geruch, so ein bisschen Festival-Flair war gerade in der Bahn. Ach so, du meinst, wenn du den Geruch hast, also ganz plakativ auf Deutsch gesprochen, wenn vom Rücken sich so leichte Schweiß... Exakt. Straßen nach unten den Weg bahnen. Exakt. Und am Anfang der Fahrt kannst du noch jeden Einzelnen riechen. Ja. Und irgendwann gibt es das so eine Schweißsymbiose, weißt du, im ganzen Abteil. Und dann gibt es so einen Geruch, der gar nicht mehr so schlimm ist wie die Einzelgerüche. Sehr gut. Ne, das harmoniert dann. Kannst du bitte jetzt dein Geschenkpaket aufmachen, Micha? Hat jeder was anderes? Steht dein Name drauf? Nee. Also ich denke mal, jeder kriegt individuell was wahrscheinlich. Ne? Absolut mit Liebe gepackt. Ja. Das heißt, es ist schon wichtig, welches ich erwische jetzt, oder was? Also genau das, was du da hast, ist deins. Genau das jetzt. Ohne dass ich geguckt habe, weiß ich, dass das für dich ist. Und vielleicht kannst du dich mal ein bisschen freuen. Still approved, auf jeden Fall. Kannst du ja auch mal nach oben halten, was du gekriegt hast, ne? Das ist ja eine tolle Botschaft. There is skill in all of us. Das ist ja quasi so, du musst also auch nee, ich meine Micha, er kann ja das Handy hochhalten, hat ja eine Kamera. So was da noch drin? Wir haben gar kein Netz mehr. Toll, wir sind gar nicht mehr. Kraftstoff. Ihr habt einen eigenen Energy Drink. Leute, hört ihr uns noch? Da ist auch rote Verbindung. Habt ihr noch Netz? Irgendwas? Was, ich schreibe noch im Chat. Funklöcher gehören zum Stream. Keine Bahn. Ah, Funklöcher. Nee, da stimmt doch was nicht. Da stimmt was nicht. Jetzt wieder vielleicht. Gucken wir mal. Ach, Nüsschen. Kann ich mal gebrauchen. So, sollte gehen. Sollte wieder gehen, ne, Chat? Das, guck mal, das ist grün, das muss wieder gehen. Eben war es da rot. Nüsschen hat er bekommen. Also Nüsschen, Energy, Drink, sorry. Und ein Stirnband. Das Stirnband kann man auch mal gebrauchen, ey, das ist super. Dann läuft man nachher beim Carsten nicht das Schweiß ins Gesicht. Ich habe das heiß in der Hand. Ich habe das Stirnband auch schon um. Ja. Und das Geile ist, dass in dem Paket auch so ein, da ist auch so ein Päckchen drin und darin ist Tee und so Gewürze und so ein Zeug. Das ist richtig geil. Also es ist wirklich ein gutes Paket. Da wirst du dich richtig freuen können, wenn du zu Hause das mal auspackst und mal wieder schön ein bisschen was absalzt. Ja, das ist so nice. Oder nice. Vorfahrt. So, Jerry, geht der Chat? Sind die alle da? Alles wieder gut steht hier. Ja? Also. Und stabil, Bild, leichter Aussetzer. Ja, okay. Aber passt. Ja, damit müssen wir jetzt gerade uns zufrieden geben. Das sind auch die Straßenverhältnisse, ne? Ey, Hamburg ist einfach ein Dreckloch. Wirklich.
Jerry, was habt ihr gestern gemacht? Ihr seid gestern angereist schon, das Team GTÜ. Nee, ich bin ja heute mit dem Auto angereist und nur 56 km/h auf der Landstraße gefahren. Oh nein! Und 40 Autos hinter mir. Nein, Spaß. Das hab ich vorhin. Okay, ich dachte gerade, was war das für ein Fake-Bild, was ich bekommen habe gestern? Nein, wir sind gestern natürlich angereist, wie immer mit der Bahn. Eine Stunde Verspätung. Ja gut, aber von Stuttgart, hat alles gepasst. Von Stuttgart eine Stunde geht ja fast noch. Genau. Konnten noch ein bisschen Sightseeing machen, was Leckeres essen. War gestern nicht auch irgendwo ein Fest in Hamburg? War da nicht irgendwie... Ja, aber davon haben wir uns mal abgehalten. Wir wollten ja heute frisch sein. Gestern war nur Halbgas. Nee, nicht. Heute Vollgas. Ja, sicher. Nee, das finde ich gut. Aber ihr seid zu dritt wieder angereist, ne? Richtig, ja. Ja, geil. Und unser Kollege, der Martin, kommt ja von hier oben. Der ist natürlich direkt hierher gekommen jetzt. Ach so. Aber aus Stuttgart sind wir zu dritt. Okay, der kommt von hier. Ich dachte, ihr kommt alle von da unten. Von da unten weg. Chat. Nein, nicht alle aus dem Schwabenland. Hey Chat, haben wir Leute aus der Stuttgart-Area dabei? Ist hier jemand, der jetzt genau Jerry genau versteht? Weil ich verstehe Jerry natürlich überhaupt nicht, ist ja klar. Also rein einfach vom Dialekt, ist ja unmöglich. Ich streng mich richtig an, ne? Ist ja unmöglich. Aber vielleicht gibt es ja im Chat jemanden, der sagt, hey Jerry, da verstehe ich richtig, wie er rumschwätzt. Ist grün, oder? Grün ist doch grün. Naja, fahren wir. Ich glaube, die unterhalten sich. Grün ist grün. Ja, finde ich gut. Und Micha, du bist heute am Moderieren. Ja, am Carsten, das muss man ja trennen. Ne? Also ich bin kein vollwertiger Moderator, nur so ein halber. Ne? Du hast die Stimme, nicht das Gesicht. Genau, aber man wird mich und Andreas natürlich auch mal sehen hier und da, aber wir haben schon beschlossen, dass wir unterm Tisch nichts anhaben werden, weil es heiß ist. Keine Hosen. Wir müssen ja nicht aufstehen heute Abend. Wir können eigentlich da sitzen und einfach zum Spektakel irgendwie versuchen, verbal einzufangen. Du meinst, es wird sich schon lohnen, als Zuschauer einzuschalten und zu hoffen, dass ihr es vergesst, dass ihr keine Hosen anhabt? Dann stehe ich kurz auf und dann... Dann schämst du dich. Dann gibt... Nö. Dann... Dann ist es halt geschehen. Würdest du also sagen, rein untenrum bist du gut bestückt, ja? Hast du das damit gemeint? Ja, exakt das wollte ich damit sagen. Okay, danke schön. Danke schön, dass wir das hier schon mal geklärt haben. Ja, Jerry, so laufen unsere Gespräche immer ab. Ja. So, wir haben einige aus dem Süden hier. Tübingen, Sindelfingen lese ich, Heilbronn, Hohenlohe. Also hier sind wir wirklich auch aus dem Süden gut bestückt, ja, auch in deinem Chat hier. Jerry, dann versteck dich nicht. Dann kann ich richtig schwäbeln. Dann kann ich schwäbeln machen. Ich finde das ja auch richtig cool. Ich weiß, wie es dir geht, Micha, aber ich finde ja aus einem anderen Dialekt, ich finde es immer richtig sympathisch und cool. Ich kann es noch nicht mal aus Spaß. Also es kommt drauf an, ne? Wenn man mal so rein um Attraktivität, ne? Nicht, dass wir jetzt hier irgendwie sonst was... Ihr habt also richtig Bock. Aber so, macht es bei euch quasi was für die Attraktivität aus, wenn eine Person so einen Dialekt hat sozusagen? Gibt es attraktive und unattraktive Dialekte sozusagen? Also, bei Dialekt glaube ich, habe ich das nicht, nee. Okay. Echt, also du meinst auch, dass es dich dann eher, also sind wir ehrlich, dir geht es darum, dass es dich eher nach unten zieht? Nee, weil ich habe nämlich tatsächlich so, wenn so eine österreichische Person daherkommt sozusagen, dann finde ich das sehr attraktiv. Wirklich? Ich finde, die haben so was ganz Anheimelndes, Freundliches. Ja, was so, ne? Entspanntes. Was Entspanntes, ne? Genau. Wenn die schimpfen, dann ist es immer so, ja, ist nett. Exakt, das klingt aber nicht so hart. Die können eigentlich quasi gar nicht wütend sein, weil die Sprache versaut sie ihnen sozusagen. Ne? das ist eine gute These, ey, das gefällt mir. Ja. Das finde ich gut. Das habe ich. Also du bist also richtig scharf, wenn jemand Österreich mit dir spricht. Ja, naja, scharf ist jetzt überzogen. Das hast du schon gesagt gerade, naja, das ist das, was ich gehört habe. Also es macht zumindest erstmal sympathisch, ne? Sympathisch. Es macht was mit mir. Ja. Ja, nee, habe ich nicht. Jerry, hast du das? Schwäbisch ist natürlich, ne? Das Maß aller Dinge. Schwäbisch ist auch super. Aber in der Schwaben-Area gibt es auf jeden Fall geiles Essen. Da bin ich immer neidisch. Maultaschen. Ja, Maultaschen und Co. Maultaschen sind geil. Maultäschle. Alles wird verniedlicht. Ja, die Maultäschle. Die schmecken mir ein bisschen. Ja, die mag ich schon. Also ich muss ja zu meiner Schande zugeben, ich kann Schwäbisch und Hessisch nicht so richtig auseinanderhalten. Das liegt gar nicht so weit von mir weg. Oder habe ich dich jetzt beleidigt quasi? Du hast dich schon beleidigt, ja. Also Jerry ist jetzt nicht, hat keinen Bock mehr zu reden. Kannst du mich hier vorne rechts raus? Hier zum Tanzkurs, ja. Ja, ist schon ein Stückchen, aber... Ich glaube, das ist für Leute aus Norddeutschland ganz ehrlich auch einfach schwer. Yeah. Weil du, also ich meine, hier reden alle ähnlich oder wenn nicht sogar gleich. Und die Leute schreiben, ich bin nicht angeschnallt. Ich bin angeschnallt, aber ich lehne mich so nach vorne. Aber hier ist der Gurt, seht ihr? Ja. Sonst hätte natürlich Jerry sofort interveniert. Ja, nee, Jerry wäre es egal gewesen. Ich bin der Fahrer. Ach so. Und ich hätte gesagt, das geht so nicht. Würde ich nicht befördern. Wir sorgen ja für Sicherheit auch, ne? Ja. So im Straßenverkehr. Von dem her hätte ich mir schon erlaubt, auch was zu sagen. Okay. Ey, ich finde das aber so geil. Ey, ohne Scheiß, Jerry, du als stellvertretender GTÜ-Mensch gerade
und ich spreche jetzt zu dieser Firma GTÜ. Ich finde es so geil, dass ich dieses Krogi-Taxi machen darf. Und Micha, ohne Scheiß, GTÜ sagt, ey, mach dein Krogi-Taxi und wir supporten das. Das finde ich richtig geil, weil Autofahren macht mir Bock. Mir macht richtig Bock auf diese Gespräche während der Fahrt. Ich liebe das. Und dass wir daraus einen Livestream bauen und ihr sagt, die Idee ist geil, da muss man ja schon sagen, ihr seid geil. Also, weil das ist ja wirklich nur Hammer. Ich finde es richtig cool. Und der Chat kann das ja wohl supporten, oder? Jetzt definitiv, mal, jetzt, definitiv. Jetzt fallt mir nicht in den Rücken, Chat. Jetzt sagt mal, dass das geil ist. Das ist wirklich eine 1A-Aktion. Hier schön Nachmittag im Auto verbringen. Bestes Wetter. Klar, man könnte am Strand liegen. Man könnte am Wasser sein. Man könnte was anderes machen. Aber scheiß drauf. Wir fahren Auto. Und das ist das, worum es geht hier. Ja, die Leute schreiben auch ganz viel Käsespätzle, habe ich gerade gesagt. Käsespätzle. Ne? Also da haben sie natürlich völlig recht. Käsespätzle bei großer Hitze ist auch eine große Freude, finde ich. Ja. Wenn man da sitzt und dann so richtig... richtig deftigen Käse. Ja, deftigen Käse. Naja, ey, komm. Also Käsespätzle. Aber es gibt auch richtig, also das muss ich mal ganz ehrlich sagen, es gibt auch richtig beschissene Käsespätzle. Ja. Also das ist, glaube ich, ein Produkt, wo gut und schlecht so weit auseinander liegen. Also wirklich, wenn du sagst, du kriegst Käsespätzle, kann es auch sein, dass sie einfach nur scheiße sind. Das stimmt. Ja. Dafür gibt es viel Soße, die das Ganze dann überdeckt. Einfach, ne? Also. Ja, okay. Du siehst auch in allem das Gute, wa? War Jerry? Ja, wenn es scheiße ist, musst du ja was machen. Ne? Wir reden über wichtige Dinge wie Käsespätzle. Da ist nicht immer nur Sonnenschein. Da gibt es auch mal schlechte Ausgaben. Ich glaube, das ist ja das erste Mal in meinem Leben in einem Münchner Biergarten eine Achse gegessen. So. Also ich habe mal so versucht, die Klischees da durchzuprobieren. Und wirklich? Ich muss sagen, mir ging es nicht sehr gut danach. Also ich habe da gesessen. War vielleicht auch das dritte Bier, aber es war auf jeden Fall, das liegt schon schwer im Bauch. Ne? Das muss man sagen. Ja, vor allem hast du 1,5 Liter Bier wahrscheinlich drin. Ja. Und 5 Kilo Fett. Ja. So, also, ich meine, was hast du erwartet? Exakt, ja, Leichtigkeit habe ich nicht erwartet. Ne? Sommerfrische. Was hast du von dem Essen erwartet? Ja, das nehme ich mit. Das Essen, das würde ich jetzt gerne essen. Wenn sie es im Biergarten servieren, dann muss es aber passen. Aber naja, gut. Vielleicht guck mal hier, Man of Mayhem ist Hells Angels quasi, so ein bisschen. Und heute sind die Harley Days. Also deswegen seht ihr heute hier überall Harley-Fahrer. Mhm. Shoutout an dieser Stelle. Auch ihr müsst mal zu HU und AU. Ja, auch das muss da gemacht werden. Nur falls ihr euch fragt, warum wir so viele Motorräder sehen gerade. Harley Days. Hast du Bock auf Motorradfahren, Kogi? Ja, ich finde Motorradfahren richtig geil. Ja? Ja, wirklich, ich finde es richtig geil. Aber ich kenne auch mich. Und deswegen, ich habe Motorradführerschein. Und danach bin ich nicht mehr gefahren. Weil ich einfach weiß, ich würde mich sofort totfahren. Also wahrscheinlich nicht so extrem, aber ich würde auf jeden Fall irgendwie einen Unfall. Ich habe da Angst vor. Ich habe immer ein bisschen Angst und Respekt und deswegen fahre ich einfach kein Motorrad. Aber ich finde es an sich richtig geil, muss ich wirklich sagen. Ich mag das. Ich mag alles daran. So rumdüdeln, irgendwie auch chillen. Also ich wäre jetzt auch gar nicht mal so ein Racerfahrer, aber ich hätte Angst, dass mich andere Leute übersehen. Die es auch nicht böse meinen, aber es ist ja einfach so, Motorradfahrer leben ein bisschen gefährlicher. Und da habe ich ein bisschen Schiss vor. Deswegen bin ich nicht mehr gefahren. Ja, deswegen hätte ich gern, wie hieß sie früher, diese Goldwing da, weißt du? Das war ja so ein halber Campingwagen mit dem Arsch. Und dann konnte auch ein Auto kommen, das war egal, weißt du? Du warst schwerer. Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber ich kann da schon richtig seitdem was abgewinnen, muss ich wirklich sagen. Also wird gerade gefragt, ob wir Sophia vergessen haben. Nee, wir sind beim Globetrotter. Und da sehe ich, ist sie das? Das ist sie doch. Ja, die oder? Da in dem Gelben. Die Leichtigkeitsdame? Ist sie da? Die Hippie-Frau? Wir lassen Sophia in die Mitte, okay? Würde ich sagen. Ja klar, mach mal. Ach, also, da ist sie doch. Ja, Hammer. Sophia kommt hier in die Mitte. Kann Sophia den... Hallo Sophia, du kommst in die Mitte. Guten Tag, hallo. Du kommst hier... Ja, du kommst in die Mitte. Dann muss mein Scheiß ja. Ja, das ist ja, klar. Schmeiß mal den Scheiß auf mich drauf. Vorsicht, zerbrechlich, mach auf den Boden. Was ist das? Also. Erzähl ich gleich. Okay. Hey! Du bleibst auch vorne. Ich nehme gleich drei Plätze. Ja, klar. Vorne, genau. Ja, klar, Jerry, ich wollte dich nicht wegjagen. Hallo. Ich würde sagen, hier, komm mal her. Oh. Drücken. Wohin? Ja. Hallo. Hier, du kriegst direkt. Du hast uns Erdbeeren mitgebracht? Ich hab euch Erdbeeren mitgebracht. Okay, Sophia, einfach hier, bestes Leben. Hier, Sophia, auf der. Guck mal, wir haben da so Screens auf den. Alter, die Rückbank-Cam, nice. Ja, das ist krass. Aber stell dir vor, du hast so eine leichte Glatze und sitzt da, ist richtig peinlich denn. Hat er das? Wie so eine kleine Mönchsgrasmücke. Nee, da fällt zum Glück der Schatten drauf. Okay, jetzt kriegst du hier den Chat. Okay, und ihr könnt euch gern bedienen. Einfach auf Schoß. Ich hab für alle. Was darf ich noch hier so? Ja, nicht dran ziehen, aber. Ich dachte, packst du einfach auf den Chat, oder? Auf den Schoß, meine ich. Packst du einfach auf den Chat. Ja, dann bin schon kriegt so Jerry die Erdbeeren. So, schon richtig. Hallo, schön, dich wieder zu sehen. Ja. Okay, cool. Oh, dankeschön. So, Jerry. Also, wir haben uns gerade über coole Sachen unterhalten, wie zum Beispiel Motorradfahren.
Ja. Und andere Dinge. Aber jetzt geht es erst einmal darum, seid ihr alle angeschnallt? Ja. Ne? Dann geht es jetzt weiter. Wir fahren direkt weiter, weil Sophia, du musst in die Maske. Ich muss mich beeilen. Du musst in die ich Maske. Ich bin schon ein bisschen vorgeschminkt. Das geht sonst auch so. Du musst in die Maske. Tut mir leid erstmal, dass es so lange gedauert hat, dass du jetzt ein bisschen Verzögerung hattest. Ey, das war perfekt. Wisst ihr warum? Weil hier scheinbar so ein kleiner Flohmarkt ist und ich bin ja so richtig der Flohmarkt-Junkie. Hier, damit man Krogi auch mal sieht. Ja, also ich habe erstmal Erdbeeren für euch geholt, dann war ich auf dem Flohmarkt und hab da auch lauter geilen Scheiß noch gekauft. Jetzt habe ich 10-mal mehr Sachen wieder als. Okay, danke schön. Danke. Danke für die Erdbeeren. Aber wie geht's dir? Erstmal ein bisschen Unterhaltung, bevor wir erstmal ankommen. Wie geht's dir so? Gut, gut. Doch wirklich. Ich freue mich sehr auf das Event. Ich bin super gespannt. Ich finde, das Set sieht noch krasser aus als letztes Jahr. Okay. Letztes Jahr hatten wir ja schon super viele Lichter. Aber wenn man sich nochmal anguckt, war tatsächlich immer mal wieder so viel Asphalt einfach oder was das war zu sehen. Und jetzt finde ich es alles noch viel bunter und schöner und die Tribünen und so, ist der Hammer. Ich habe gerade in der Dispo gelesen, erster Punkt war irgendwie Hubschraubercamp fliegt auf Sophia heran oder so. Oder irgendwas Hubschraubercamp. Ja, oder so eine Dachcamp, irgendwas Schonky. Super Übertriebenes. Meinst du einen Kran? Kran, ich meine den Kran, okay, ich übertrieben. Sophia, kannst du einmal die Raider von Shorty TV grüßen? Hallo Raider von Shorty, vielen Dank fürs Raiden. Jerry freut sich auch. Hi. Na, Micha freut sich auch. Hey, danke. Hey. Liebe geht raus. Und Micha, der hier freut sich am meisten. Double raus. Micha. So, also dir geht's ganz gut. Du sagst, alles ist krass. Und du bist dieses Mal komplett am Moderieren, ne? Tatsächlich. Ist auch ein bisschen aufregend. Ist ja auch eine längere Sendung. Ja, klar. Ich habe meinen Text jetzt 20 Mal gelesen. Was jetzt nicht sitzt, ist dann auch... Ja. Das Gute ist, kann ich jetzt auch nichts mehr machen. Ich meine, du kennst ja alle Leute, oder? Ja. Also, und das Thema ist ja nicht so ganz unzugänglich. Ja, das geht, ja. Also stell dir vor, das wäre jetzt so ein, weiß nicht, so ein Cage-Fight oder so. I love it, warum nicht? Ja, aber du kennst die Sportler nicht. Du weißt nicht, was sie schon alles erreicht haben in ihrem Leben. Und dann stellt sich raus, dass beim Cage-Fight, dass die Leute alle unter 18 sind. Well, that's changing everything. Ich hatte in der Redaktion vorgestern, da hat mir Gregor ein Video gezeigt. Das war einfach Cagefight von Jugendlichen. Wirklich? Ja, wirklich. Aber die Jugendlichen waren unter 10. Professioneller Cagefight. Professionell. Gibt's ganz offiziell. Ich sag euch nicht das Land, in dem das offiziell ist. Aber es gibt's offiziell bei YouTube zu sehen. Gregor kannte es natürlich. Natürlich. Er ist ja Wrestling interessiert. Also moderiert er den nächsten Rocket Beans Cagefight? Ja. Rocket Beans gegen Berlin aber oder wieder? Aber minderjährigen Version. Aber dann können wir ja alle gar nicht mitmachen. Nee. Aber wenn die alle riesengroße Handschuhe anhaben, ist es ja nicht schlimm, ne? So, dann kann doch Kinder sich gegenseitig verhauen. So. So. Micha sagt, es ist okay. Was sagt Jerry? Ah, ja. Also riesengroße Handschuhe, ihr wisst welche, ne? So richtig Luftballonartig. Ja, natürlich. Also in welchem Land sollte man keinen Urlaub machen jetzt? Ja, ich kann es euch nicht sagen. Aber es ist auf jeden Fall, es war ein sehr interessantes Video. Wenn ihr es sehen wollt, schreibt gregorkatzios@rocketbeans.de. Eine E-Mail und frag direkt da einmal nach, was man da beachten muss. Mensch, Krogi, du hast es bestimmt 20 Mal erzählt, aber darf ich dich fragen, wie du die Internetverbindung löst? Das ist ja nicht über ein Handy LTE, oder? Doch, ist mein Handy LTE. Oh, wow, krass. Aber es ist tatsächlich mein zweites Handy LTE. Ich habe extra dafür mal ein Handy besorgt, ja. Wo ich mir dann immer so ein Flatrate-Package kaufe. Ja. Und damit mache ich das. Und tatsächlich, toi toi toi, dieses Mal funktioniert es wirklich nicht schlecht. Ich habe natürlich auch ein bisschen getweakt hier die Streaming-Verbindung. Ne, wie heißt denn das? Die Streaming-Bitrate. Die habe ich einfach reduziert. Das Bild ist, glaube ich, jetzt nicht so richtig geil. Du hast vielleicht auch schon mal reingeguckt. Leute, was seht ihr so? Ich weiß nicht. Ich konnte nicht reingucken, weil ich gedrosselt bin Ende des Monats. Ah ja. Genau, das ist das Problem. Aber an sich geht es eigentlich ganz gut. Nur ich habe es leider während des Streams einmal einen großen Fehler gemacht. Ich habe nämlich selbstverschuldet ein Kabel gezogen. Oh nein. Und dadurch geht die wunderbare Kamera hier vorne nicht mehr. Ich müsste jetzt den Computer neu starten, beziehungsweise den Stream neu starten. Oh nein. Und da habe ich natürlich keinen Bock drauf, natürlich weil wir sind die ganze Zeit schon so überragend viele Menschen. Ich glaube, wir sind gerade irgendwie 1600 Leute oder so oder 1700. Müsst ihr mal sagen. Jerry, hier, dein Auftritt. Das ist richtig krass. Und dementsprechend wollte ich nicht alles neu starten, weil ihr wisst, wie es ist. Wenn man nämlich dann neu startet, dann kommen die alle nicht wieder. Das soll ich denn die Perspektive wechseln, dass man dich in größer sieht? Nein, okay. Lass es so. Sophia, Sophia, fass bloß nichts an. Lass, Sophia, don't zeig break einfach it dich und das ist in Ordnung. So, dann, okay, cool, danke. Okay, ja, das wollte ich hören. Let me show you. Komm, ein bisschen Lob ist auch nicht schlecht, oder? Lob an dich? Du machst das dich, der Hammer. An dich. Warum denn an mich? Ich hab noch nicht... Ich sitze doch nur hier und bin cool. Ja, so ist es doch. Genau so ist es. Ey, aber Jerry, hast du jetzt ein bisschen geübt? Weil wir sind Teammates und wir wollen ja alle anderen zerstören.
Ja, also ein bisschen habe ich üben können. Ne? Okay, sehr aber gut. Ich verlasse mich da natürlich schon auch auf dich. Also, warte mal. Ist das Video 10 Minuten gefahren und 30 Minuten repariert? Oder? Ja, also, ey, das ist immer so. Also, ich habe ja auch so ein RCK daheim und ja, ich fahre ab und zu, aber ich fahre nicht, das ist der Unterschied, ich fahre nicht mit der Prämisse, in einem Rundparcours möglichst schnell irgendwie was abzureißen, sondern ich fahre einfach nur möglichst hohe, krasse Sprünge zu machen. Wirklich? Ja, wirklich. Und deswegen habe ich, glaube ich, ja, ich weiß, wie so eine Fernbedienung funktioniert, aber ich weiß nicht, ob ich den Mega-Skill habe, jetzt in so einem Rennparcours möglichst flott zu sein. Da bin ich selber gespannt. Ich glaube, es kommt gar nicht auf die Geschwindigkeit an, sondern auf die Taktik des Teams. Ja. Und was heißt das? Wir sind ja ganz klar die geilsten Typen. Also. Aber Taktik ist interessant. Was meinst du damit? Das will ich hören. Jetzt kannst du auch schön was abhören jetzt schon, Micha, für deine Co-Moderation. Ja, gibt's eigentlich, haben die Autos Waffen eigentlich? Die haben Waffen, ja. Ja? Also so wie letztes Jahr, diese die Messer vorne dran. Nee, Säure. Die haben so Säure haben die. Also so, ja, gut, okay. Chemische Angriffe haben sie so. Neuen Virus haben die dabei. Sowas. Das also war eine ernst gemeinte Frage, aber letztes Jahr konnte man sich doch gegenseitig pieksen von hinten so. Ja, aber doch nur bei einer Disziplin. Das ja, das weiß ich doch alles nicht. Ich lese mich noch ein gleich. Ja, das war doch nur bei Autoball oder wie das hieß. Ja. Das war nur bei, Alter, eine Limo, wie lame ist das denn? nee, ich glaube, die Rennwägen haben keine Waffen. Okay. Das ist nicht bei Robot Wars, da sind wir nicht. Aber ich glaube, es gibt drei Disziplinen. Einmal wieder dieses Autoball, dann gibt es irgendwas mit Crawlern. Wahrscheinlich ist das so ein Hindernisparcours. Ich kann natürlich alles erzählen, but I'm not gonna do it. Because you have to watch the show tonight. Because you have to watch the show tonight. That's right. Und natürlich gibt es wieder ein Rennen. Also davon gehe ich ja ganz stark aus, weil sonst macht es keinen Sinn, wenn es der große Preis heißt. So far away. Also ein Rennen wird es schon geben. Und was meinst du mit Taktik, Jerry? Da bin ich gespannt. Also du meinst Taktik im Sinne von einfach die Strecken nach Hause fahren, entspannt und gar nicht so sehr auf Tempo gehen und hoffen, dass die anderen Fehler machen? Oder was ist Taktik in deinen Augen? Ja, ich dachte, ich spreche jetzt mal schlau raus, ne? Ah, okay, ja, das ist auch gut. Denk ja. dir was aus, los! Denk was aus, ja. Nein, wir schauen einfach mal, ne? Wir wollen ja hier Spaß haben. Aber auch gewinnen, Jerry, ganz ehrlich. Aber auch ein bisschen zerstören. Also ich will auch schon ein bisschen Aggression sehen, ich will einen unfairen Fight sehen. Ja. Ich will schon sehen, dass jemand dem anderen auffährt, das Chassis kaputt macht. Irgendwie. Also ich will da auch, dass da die Fetzen fliegen. Direkt aus dem Knast gerade. Jerry, ohne Scheiß, ich weiß, wir sind beides echt von Herzen liebe Menschen. Aber wenn wir beide jetzt bei so einem Wettkampf als Team mitmachen, da werden wir mal unsere wahre Seite zum Vorschein bringen, weißt du? Und wir sind nämlich, Sophia, du musst wissen, wir sind wie die Vogelspinne. Oh, tell me about it. Hat die auch einen guten Kern, oder was? Nein, die Vogelspinne ist nämlich, wenn sie satt ist, ja, dann ist sie träge. Aber Jerry und ich, wir sind hungrig und schnell. Welcher direkt merken, ja? Ja, die Vogelspinne frisst ihren Partner auf nach dem Geschlechtsakt. Wie ist es damit? Ja, aber wir beide wollen ja nicht Zwinky-Zwonky machen, wir beide, sondern wir wollen ja gemeinsam als Team agieren. Ja, also. Wir wissen ja noch nicht, was ihr alles wollt. Aber. Ihr kennt die Disziplin ja auch noch nicht. Ja. Schnell sind wir. Schnell und hungrig, auf jeden Fall. Ach, das wird schon ganz gut. Das wird schon gut. Auf jeden Fall, ich habe ein bisschen üben können mit meinem Crawler, aber ich habe mir jetzt aufgefallen, ich habe gar keine Hindernisse, wo es Sinn macht zu üben. Also ich habe das Ding ausgepackt, bin ein bisschen gefahren, dann war es das. Weil, was willst du denn da, da brauchst du ja irgendwie, weiß nicht, irgendwelche Leisten oder so. Na, Haustiere vielleicht oder so. Auf Haustieren fahren. Eichhörnchen jagen. Ja. Ja, wirklich, Eichhörn sind die besten Tiere, Sophia. I know, die sind so cute. Ja, wirklich. Und so schnell und aufgedreht und vergessen alles sofort wieder. Hast du so eigentlich privates Eichhörnchen auch? Also so im Hause quasi? Oder lebt das bei dir im Garten? Nein, ich glaube, es ist nicht erlaubt, ehrlich gesagt. Okay, aber weil du hast ständig Eichhörnchen-Fotos, bin sehr neidisch und frag mich, wie du da rankommst sozusagen. Stock-Footage. Kokain, das ist Kokain. Achso. Du nimmst einfach die Nüsse und packst da Drogen drauf. Und dann, dann kommen die an. Nein, das ist tatsächlich im Stadtpark so ein Spot. Nicht erzählen. Wo die einfach wissen, da ist Krogmann gerne und dann kommen die. Da kommen die gerne. So ein richtig zwielichtiger Busch. Ja, das finde ich so. Weißt du, hast immer so Sex-Positivity-Leute und Krogmann zum Eichhörnchen verdammt hinkommen. Die Weirdos, die ignoriere ich. Die ignoriere ich immer. Das sind immer so schöne Gespräche. Auch wieder hier, ja. Das ist dann, weißt du, das ist so ein Baum. Und der Baum ist in der Mitte so gespalten, da musst du durchgehen. Nicht alles erzählen. Nein, als ob da ein gespaltener Baum stehen würde. Ich habe nicht zugehört, ich habe nur gesagt, du sollst nicht. Ich habe gerade an so ein Bild gedacht, kennst du den Boxclub zur Ritze? So einen Baum habe ich mir vorgestellt. Ja. Ja. So, Sophia, du kannst natürlich auch die Zeit nutzen, entweder nochmal deine Moderationsskills an uns zu proben oder natürlich auch mal mit dem Chat zu interagieren, weil ich kann das während der Fahrt natürlich nicht tun. Lass mal Chat interagieren. Verstehst du, was ich meine? Also wir haben ja Leute, die zugucken und die fragen sich natürlich, what the fuck?
Warum redet ihr nicht mit uns? Wir sind jetzt 1,7. Das ist nicht nett, ne? Und keiner will mit denen reden. Reinke sowieso nie. Ihr könnt jetzt mal ein paar Fragen reinballern. Also ich weiß, dass es immer ein paar Sekunden dauert, bis ich die dann auch hier sehe. Ja. Aber jetzt lese ich den Chat. Lazy J sagt Hallo Sophia. Hallo Lazy J. Ja, man muss die Konversation am Laufen halten, ne? Es läuft, es läuft. Ich nehme alles. Guck mal, Jerry, wo ich mein... Reinke, hast den Chat. Michael, möchtest du ein Statement dazu? Ne, das ist super. Ihr seid eigentlich ganz nett. Also meistens seid ihr nett. Das war eben nichts als die Wahrheit. Warum redet keiner mit uns? Freut ihr euch genauso auf heute Abend wie ich? Ich hoffe, also ich kenne deinen Maßstab an Freude nicht, aber wir freuen uns schon sehr. Ich kenne deinen Maßstab an Freude. Ja, vielleicht ist er nur so ein bisschen am Freuen. 5 von 7, Sophia. Ja. 5 von 7. Das reicht mir nicht. Und ist das eine exponentielle Skala oder eine lineare? Okay. Logarithmisch. Befreit, genau. Befreit den Rheinkorps. Gute vegetarische Alternative zu Jagdwurst. Was ist Jagdwurst nochmal in nicht vegetarisch? Schinkenwurst, oder? Was ist das? Ist das sowas, so eine, so die es als Kugel gibt? Ja. Man, Als Kugel? Also ich finde, so wie Leona. Ja, genau. Kugel ist richtig geil. Sophia, ne? Meint Scheibe. Also ich habe sie verstanden. Mit Kugel meint sie Scheibe. Ja, 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 aber kennt ihr das nicht, dass die früher, Jagdwurst wurde früher als Ball verkauft. Und dann gab es auch diese zwei witzigen Enden und man musste sie selber schneiden, bevor Aufschnitt erfunden wurde. Kenn ich. Ne? Okay, ja, so. Das. Gut, dass wir darüber geredet haben. So, gute Alternative habe ich gestern erst oder vorgestern gegessen. So, die Eigenmarke von Edeka war richtig nice, aber Rügenwalder Produkte natürlich auch absoluter Hammer. Also ich finde so Mortadella, oh ja, Leona, alles was Sohn kam, Paprikawurst, wo so Paprikastückchen sind. Premium. Nur geil, aber leider ich finde, sehr das teuer. Das ist das Beste, was sie nachmachen können mittlerweile. Also Fleischersatzprodukte Richtung Mortadella geht vollkommen klar. Also normalerweise würde ich sagen, okay, einiges geht nicht klar, aber das geht voll klar. Ja. Zeig mir den Unterschied blind. Nee, merkst geht du nicht, ne? Merkst du nicht. So, und Fleischkäse, in Bayern habe ich im Aldi vegetarischen oder veganen Fleischkäse gekauft. Alter Vater, so nice. Wieso machen wir noch? Was ist überhaupt in Fleischkäse? War da jemals Fleisch drin? Was ist da überhaupt drin? Ja, keine Ahnung. Ist da Erbsenpüree? Sägespäne? Could be. Tonnies macht da auch alles drin. Ja, wirklich. Shoutout an dieser Stelle. Shoutout an Tonnies. Ihr Lutscher. Sorry. Nein. Liebe geht raus. Auch nicht. Was? Ich verstehe auch nicht, warum es keine frische Theke dafür gibt. Digga, was eine Marktlücke. Ich träume die ganze Zeit davon, dass es so eine frische Theke gibt, wo ich mir meine vegetarische... Das wäre richtig geil. Ja, nein, damit du so behandelt wirst wie ein regulärer Fleischesser. Ja. So, weißt du? Dann kann Sophia da hingehen und sagen... Dann spielen sie sogar so Schlachtgeräusche von ja, hinten ein, weißt ja, du? Als würden schreiende Tiere Schweine geschlachtet werden. Ja, das will ich. Die schreiende Erbsen. Schreiende Erbsen. Okay, ja. Ah, na ja. Schreiende Bohnen. Machen wir ihn gleich frisch, Frau Diekmann, ja? Ja. Ah ja, sie sind frisch. Hauen sie noch mal mehr drauf. Das finde ich gut. Na, so eine frische Theke fände ich auch gut. Also außerdem schafft das wieder Arbeitsplätze. Da muss da wieder jemand arbeiten, ist gut. Stimmt. Endlich arbeitet man. Geil. Das ist geil. Das sind die Themen, die wir brauchen. Jerry, ja, du bist sehr ruhig geworden dabei. Boah, ich bin einfach begeistert, ja, von euren Vorstellungen. Ich sag ja, Jerry ist der optimistischste Mensch aller Zeiten. Das ist so geil, positiv. Wenn ich hier lese, Schlachtrufe von Bohnen, ja, wie geht denn das? Schlachtrufe, also sind das vom Schlachten oder sind das unsere Schlachtrufe? Nee, so vom Schlachten schon, dieses Geklicker. Halt. Die wir heute Abend hier. Ja. Geklicker. Geklicker. Von den Bohnen. Ja, genau, so das ist Schlachten. So machen die Bohnen, wenn die in den Krieg ziehen. So richtig süß, so richtig tiny Geräusche. Oder? Ja. Cute. Ich habe letztens so ein Spiel gespielt. Das ist so ein Kriegssimulator. Und zwar kannst du verschiedene Parteien gegeneinander kämpfen lassen. Zum Beispiel Shrimps. Ach, zum Beispiel, ja, zum Beispiel Shrimps gegen eine große Armee von Shrimps gegen zum Beispiel römische Krieger Wo oder so. Wo ist das? Das ist der Ultimate Epic. Ach, das, ja, ich kenne den. Kriegssimulator. Ja, ich weiß den Namen nicht. Yps heißt er. Yps 2. Ultimate Epic Battlefield Simulator. Genau. Super geiles Spiel. Aber du musst wissen, die kleinen Shrimps gewinnen immer. Und deswegen glaube ich jetzt, wenn du jetzt möglichst aggressive Bohnen hast, so ganz viele kleine aggressive Bohnen, weißt du, mit ihren ganz kleinen... Mit Chili. Mit ihren Chili, mit ihren, wie nennt man nochmal die Skala von Schärfe? Hier. Scoville. Scoville. Mit ihrer Scoville-Einheit, weißt du? Das ist sehr Scoville für mich. Die werden alle Leute zerstören. Die werden alle Leute zerstören. Das Spiel ist sehr gut. Kann ich nur empfehlen. Gerade bei dir, Micha, du hast da so einen Powerrechner. Hol dir da die Kriegsszenarien nach Hause. Alter, ja, geil. Das Rendering der Böhnchen auf Michas Rechner geht auf jeden Fall dann richtig steil. Ohne Scheiß. 1 Million Bohnen. Weißt du, was ich für einen Rechner habe, Sophia? Nein, denn was? Soll ich dir erzählen, oder? Ein altes MacBook oder was? Nein.
Ach nee, ich mach's jetzt nicht. Doch, mach mal bitte. Sophia, willst du das? Ja, jetzt will ich's auch wissen. Naja, warum? Naja, nee, ist also, du kannst es ja gar nicht einordnen, aber es ist sehr stark, mein Gerät. Sehr stark. Also ich bin so krass, niemand, die NASA kann das nicht mal einordnen. Nee, genau. Das hast du richtig zusammengefasst. Intel Pentium 3, Digga, einfach. Weißt du, deswegen ist Michael nämlich auch Redaktionsleiter Games. Alles, was die Leute uns schicken, das sag ich erstmal eine, verbaust direkt. Also ich glaube ja, du weißt einfach gar nicht, was da drin ist. Du hast so ein fertig gebautes Ding gekauft. Ja, da ist sogar eine Scheibe drin, um drauf zu gucken. Aber ja, du hast recht, ich weiß nicht, was da blinkt. Ja. Der Alarm, der Party-Alarm blinkt da drin. Ja, mich hat eine 3090. Sehr stark, mein Gerät. Die ist noch ungefähr ein halbes Jahr, kommt die 4090. Dann ist sie halt nur ein Dreck wert, ne? Ja, dann jetzt verkaufen und dann nicht mehr zocken. Ein halbes Jahr bin ich noch der geilste Typ so und ihr könnt mich alle verehren. Oh, dann könnte ich meine ja auch noch mal hier. Und dann bin ich wieder ein Loser. Michael, der denkt, er ist der Einzige mit dem Dreck. Du merkst ja, wir reden gerade über Videospiele, was natürlich auch bei dem Sender irgendwie gar nicht so abwegig ist. Aber jetzt mal die Frage, gibt es bei dir gerade auch noch Videospiele im Leben oder gab es früher mal welche oder wie steht das gerade bei dir an? Das war ja bei mir auch mal Trend so eine Zeit lang, ne? Und ich habe es immer versucht, aber so abgekackt, ja? Dass okay. Ich immer nur zugeschaut habe. Bei was? Bei welchen Spielen hast du verkackt? Ach, bei CS oder so, ja. Konsolenspielen. Ja gut. Das ja, N64. Ja, das war grundsätzlich, meine generell. Ne? Generell. es war egal was, also ich war immer das Schlechteste. Und von dem her, ja, heute, ne, denke ich, gewinnen wir das Ding. Ich bin auf jeden Fall motiviert. Na gut, aber ferngesteuertes Auto, vielleicht fehlt dir ja, oder vielleicht ist das für dich was anderes. So, weil du dann einfach eine Fernbedienung in der Hand hast, du kannst sehen, was da passiert. Also das wirst du schon hinkriegen. Da mach ich mir keine Sorgen. Also. Ah, das kriegen wir schon alles. Das kriegen wir schon alles. Ich hoffe, ihr scheitert auch ein bisschen, weil gestern bei der Probe sind ein paar Leute richtig witzig gescheitert. Ich hoffe, dass ihr heute mindestens genauso witzig scheitert wie die gestern. Du bist richtig gemein. Ja, aber. Wisst ihr, was ich mir von euch wünsche, dass ihr scheitert? Dass ihr einfach da hingeht und einfach nur flennt, weil ihr so scheiße wart. Das wäre das, was ich. I wish you shit. Das wäre das, was ich euch richtig wünsche. Ah ja. Gut, Sophia, danke schön für den Hinweis. Liebe geht raus. Micha, was wünschst du uns? Auch so viel Liebe wie mit Sophia? Ich bin ja neutral, ich bin ja quasi Kommentator und bleib natürlich professionell. So. Aber ihr drei werdet auf jeden Fall alle versagen, da bin ich mir recht sicher. Sophia auch als Moderatorin. Ja, dämliches Stück Scheiße. Keine Ahnung. Ja, Jerry, jetzt weißt du mal, wie das ist. Das ist alles, das ist die wahre Liebe zwischen uns, weißt du? Das kannst du nur unter Menschen machen, die sich einfach über alles lieben, weißt du? Und so ist es hier. Ich hoffe, dir fällt nicht ein, was du kommentieren sollst. Ich lasse eh nur Andreas und Martin sprechen. So. Kannst du nicht so eine Bot-Stimme reden lassen, dass du das einfach nur eintippst und dann hast du so eine Bot-Stimme? So wie bei TikTok. Du liebst diese Bot-Stimme, ne? Du liebst einfach diese Bot-Stimme. Die ist einfach mega witzig. Die hast du nicht verguckt. So, weil die hat so keine Gefühle. Die spricht alles, was man ihr sagt. Ja, das stimmt. Das ist einfach geil. Ein bisschen geil findest du die auch, oder? Ich finde die ein bisschen geil, klar. Ja. Leute, liebe geht raus. Das mit den Screens ist geil, oder? Wieso ist das so witzig, dass die auf zweimal hier sind? Ja, weil da zwei Kopfstützen sind. I love it. Na, das ist wie im Flugzeug. Das ist ein VIP-Shuttle. Das ist quasi ja ein VIP-Shuttle, wo Micha immer drauf gucken kann und mein Gesicht ja, nochmal genau sieht. Weil er mich sonst nur hier von hinten ja sieht, kann er mich hier nochmal von vorne sehen. Das ist doch Hammer. Ich liebe es einfach. Ich hänge dir auch ein bisschen creepy im Nacken, ne? Ich nehme mich mal ein bisschen zurück hier. Die ganze Zeit. Seit einer halben Stunde, Bruder, ey, atmest du mir da ins Ohr und jetzt merkst du es. Hey Leute, ich hatte ja eben die erste Tour im Auto und Frodo war einer der ersten, der da war. Ja. Und dann hatte Frodo sich hingesetzt und da habe ich gesagt, ey Frodo, mach die Kamera ein bisschen runter, dann kann man mehr von dir sehen. Hab dann aber nicht gedacht, wer die nächsten Personen sind, die einsteigen. Das waren nämlich Pia und Nasti. Ja. Und es ist natürlich warm und folglich hatten sie natürlich einen Top an. Oh ja. Und dann war die Kamera von oben, oh ja, weißt du? Und das war mir sehr unangenehm. Hast du es thematisiert? Ich habe es direkt thematisiert. Okay. Ich habe es so die erste Sekunde thematisiert und okay, habe mich dann sofort entschuldigt. Und ich habe immer noch ein schlechtes Feeling deswegen. Aber es war überhaupt nicht so gemeint. Ich habe schon gesagt, wenn es wenigstens so, also wenn ich es von vornherein so geplant hätte, dann wäre es cool, dann wäre es halt cool gewesen, Sophia. Dann wäre es absolut okay gewesen, dass du zwei Ladies in den Ausschnitt filmst. Aber da das. Aber da du es nicht geplant hast, ja, war das einfach richtig scheiße. Genau, wirklich. Also, Leute, wenn ihr das VOD sehen wollt, mein YouTube-Kanal ist Krogmann. Kommt dann morgen raus. Naja. Ja, es ist halt passiert. Haben auch alle verstanden. Und am Ende ist ausgerechnet an dieser Stelle ein Dings-Strike, ein Musik-Strike, weil irgendjemand das Radio angemacht hat. Nee, bei den Talks. Also, ich werde meine Zwischenfahrt rausschneiden, wo ich einfach nur von Madecrate wieder zum Hauptbahnhof fahre. Aber die Talks haben keine Mucke. Das wird dann einfach hochgeladen. Könnt ihr auf dem YouTube-Channel sehen. Ist doch schön. Ich finde es halt, wie gesagt, richtig geil. Ich finde das
hammermäßig. Es fühlt sich auch so klassenfahrtmäßig an. Wir sollten auch viel öfter sowas machen. So. Hast du gehört, Jerry? Gib das mal durch. Wisst ihr, was eigentlich am geilsten an diesem Auto ist? Man sitzt so hoch. Ich liebe das an Transportern und Sprintern so sehr. Man guckt so richtig herab, auch auf so ein SUV. Hier fährt hier so ein Audi Quattro oder was das ist. Aber als E-Auto trotzdem, wir gucken auf ihn herab. Finde ich ganz geil. Ja. Ich finde auch gut. Man fühlt sich einfach auch als was Besseres. Einmal im Jahr mal bei Krogi mitfahren, um sich als was Besseres zu fühlen. Ja, wirklich. So ist es doch. Deswegen fahre ich so gerne das Auto. So der einzige Grund. Der einzige Grund. So scheiß drauf. Ja, passt auch Band-Equipment rein, aber vor allen Dingen... Scheiß drauf. Sophia ist egal. Trotz aus Ego. Ich höre gerne momentan Falco Egoist. So ein gutes Lied. Falco All-Time Classic. Die Welt dreht sich um mich. Denn ich bin nur ein Egoist. Identifizierst du dich damit, Krogi? Nee, oder? Nein, das nicht. Aber Hans Hölzel heißt er, oder? Hans Hölzel, glaube ich. Ist ein echt also interessanter Charakter gewesen, sag ich mal. Punkt. Wie lange noch? Eine Minute noch. Fast da. Oh. Wieso musst du groß? Nö. Habe ich schon gemacht hier. Vielen Dank fürs Abo, sein Volvo. Micha freut sich. Ich freue mich tierisch darüber. Vor allem das ganze Geld von den Abos kommt direkt dem Sprit zugute. Wird direkt nachgetankt. Also ein Autostream ist auf jeden Fall immer ein Lose-Lose. Ja, das ist echt so. Shell freut sich. Shell, ja. Oh, Shell hat gerade abonniert. BP auch. Oh, what? Oh, yes. Sorry, kein Problem. Du meinst S-Hell? Okay. S-Hell. Der ist neu. Den kann ich noch nicht. Ja, ich weiß. So, Leute, wir sind da. Kurze Frage, bevor ich euch rauslasse. Wie war die Fahrt, Jerry? Wunderbar, echt. Du bist ein guter Autofahrer. Dankeschön. Fand ich auch. Ich habe mich sehr sicher gefühlt. Genau. Gut. Micha? Krogi-Taxi. Ja, super, auf jeden Fall. Du hast ja sogar Klima, ey. Hammer. Na klar. Krogi-Taxi for the win. For the win. Ja, dann schmeiß ich euch jetzt raus und dann sage ich im Chat nochmal ganz persönlich nochmal, wie ich mich fühle. Ja. Und dann raiden wir. Wen raidest du? Ja, vielleicht schon Rocket Beans. Dann könnt ihr da warten. 20 Uhr. Packst du dort? Nein, wir müssen irgendjemanden raiden, von dem wir sicher sind, dass diese Person um 20 Uhr auch Rocket Beans raidet. Mhm. Also ich müsste quasi erst in den Chat gehen dieser Person und sagen, ey, um 20 Uhr müssen wir dahin. Kannst du das gewährleisten? Und dann machen wir das so. Die Zuschauer sind nur geliehen. Also machen wir so. Danke, ihr Lieben. Dann sehen wir uns gleich. Danke dir fürs Atmen. Hammer. Guck mal, guck mal an. Richtig geil. Hallo. Gute Leute. Ich meine Jerry, dann bis gleich. Bis später. Sophia, hast du schon ein Package bekommen? Was dann geht dir die Package. Nee, aber das kriege ich bestimmt gleich. Ja, gebe ich dir gleich. Aber ich verteile Erdbeeren, dann kriege ich ein Package. Das wird der Hammer. Ich hab's im Auto. Okay. Micha, danke, ne? Alles klar, Tür auflassen bitte. Alles klar. Alle Türen auflassen. Alle auflassen. Es ist wirklich. So, jetzt muss ich nochmal hier ein bisschen quatschen. Leute, Chat. Jetzt haben wir noch 2 Minuten für uns. Vergesst den. Sophia, hier ist ein Beutel. Der ist für dich. Ja, der ist für dich. Und welcher davon? Da sind viele. Nimm einfach einen. Soll ich mich hier noch dramatisch hinsetzen? Ja. Nimm einfach. Nimm. Ja, nimm einfach einen. Einer für dich. Da sind nämlich Gewürze drin. Wirklich? Wirklich jetzt? Ist das kein Ernst? Es ist kein Ernst und deshalb wahr. Nein. Doch, wirklich. Darf ich das auspacken oder ja, darfst du machen. Und dann nimmst du auch noch einen Beutel für Maxim mit gleich. Der hat seinen nämlich vergessen. Okay. Hallo, schönen guten Tag. Hallo, kann hallo, ich Lieben. Kannst du den von Maxim behalten? Maxim hätte den, glaube ich, schon gern selber wieder. Das Krogi-Taxi lief sehr gut, muss ich sagen. Du hast fleißig mitgeschrieben. Ja. Wir sind immer noch live und wir sind immer noch, wie viele Leute sind wir gerade? Wir sind schon ein paar, oder? Das ist schon sehr gut. Richtig stark. Stark. Wofür werde ich gerade gefilmt? Oh, was ist das denn für ein Tier? Oh, warte. Wo denn? Auf meinem Arm, das will mich beißen. Ich darf es nicht umbringen. Jetzt. Grüß dich, hallo. Moin. Krogi. Einfach alles genau und Strom geholt. So, dann hole ich noch das für Maxim mit. Yes. Und, then I leave you to, ja, dann raten wir jetzt Montana Black, der hat 20.000 und dann musst du die um 8 Uhr alle rüberschicken. Er muss versprechen, dass er die um 8 Uhr alle rüberschickt. Nee, lass mal nicht. Na gut. Sophia möchte es nicht. I vote against. Easy. Hau rein, Sophia. Chip, chip. So, Leute, jetzt gucke ich mal einmal. Jetzt gucke ich mal einmal kurz, was bei Twitch abgeht. Den wir raiden können. Also, 1000 Dank für den wahnsinnigen Support. Alter, Schulles hat hier 25 Abos, Kotzikorn. Das ist ja mega, was hier abgeht. Super, super gut. Divi, ich guck mal einmal, was hier abgeht.
denkt auch gerne dran, es würde mich wirklich freuen von Herzen, wenn ihr dem YouTube-Kanal ein Abo dalasst, da werde ich genau diesen Stream hochladen und den Beutel nehme ich gleich mit. Ich weiß, der triggert euch hart, ne? Starke Performance, Junge. Love it. Danke. Ich hoffe, dass euch das Spaß gemacht hat. Also wirklich, ich hoffe, dass euch das Spaß gemacht hat, dass ihr wieder so dabei seid, wenn wir so ein Taxi machen. Und ich guck mal einmal, wen wir haben. Divi ist am Start, das ist schon mal gut. Dann haben wir, ich habe einen Stream gefunden, der heißt Dash Ducks, da sieht man nur Enten, der ist auch richtig geil. Aber Divi könnt ihr wahrscheinlicher überzeugen, dass um 20 Uhr, wie lange streamt der Divi? 18 Uhr. Divi macht um 18 Uhr, was, ja. Könnt ihr Divi nicht sagen, pass auf, wir gehen zu Divi und sagt doch Divi, dass es mega nice wäre, wenn sie nach ihrem Stream zu Rocket Beans raiden könnte. Das wäre geil. Oder Fischkopf. Fischkopf können wir auch raiden. Also Leute, ich gebe euch drei Sachen an die Hand. Divi, Fischkopf oder der Stream mit den Enten, Dash Ducks. Das muss ich jetzt mal eben einrichten. Oder der Stream mit den Enten. Oder kann jemand von euch ein Voting aufmachen? Dante, sag ich schon. Dragon, hier bist du noch da? Oder, okay, ihr seid jetzt schon alle am Ausrasten. Enten, viele sind für die Enten. Wisst ihr was, dann geht's zu den... Und Bondra geht auch, ja. Enten oder Divi oder Fischi? Also Fischkopf, ne? Mit Fischkopf meine ich das. Divi ist seit 5,5 Stunden on. Das könnte gut passen mit 20 Uhr. Das ist ein guter Punkt. Beutel nehme ich gleich mit. Also denke gerne dran, dass es dann gleich weitergeht bei Rocket. Ich würde mich wirklich freuen. Ohne Scheiß. Ich meine, es würde mich wirklich freuen, wenn ihr netten Leute gleich da wärt beim Far Away, um dann eben alle zu sehen. Danke an Chuyoka, an Maxim, an Simon, an Frodo, an Sophia natürlich. Wir waren noch in der ersten Tour. An Jerry natürlich, warte, ich hab doch hier. Nasti selbstverständlich. Wird gleich richtig gut und kommt da rein. Dann geht's jetzt an Divi, komm. Geht zu Divi. Die freut sich bestimmt. Und das kann ich auch gut schreiben. Farway 2. Und danke nochmal, auch jetzt beim Video wird's nochmal drin sein. Danke nochmal an die GTÜ, dass ich das machen durfte. Und alle wissen jetzt Bescheid, HU, AU, geht bei der GTÜ machen. Die sind gut drauf. Ja? Also, bereit zum Raiden? Und folgt diesem Twitch-Kanal bitte. Folgt auch diesem Twitch-Kanal. Wir machen hier gute Streams. Gute Party-Streams machen wir. Also, ich drücke auf den Knopf, verabschiede mich und sage bis später. Danke, ihr Lieben. Tschüssi.